willkommen zu diesem neuen Adopt-Me-Video. Guck mal, ich hab einen goldenen Drachen. Pets. Denn wisst ihr, wer heute am Start ist? Boah, genau, guck mal. Wir haben zwei goldene Pets. Und wir haben zwei goldene Pets. Wo ist dein goldenes Pet? Also ich sehe es nicht. Leute, also ganz kurz, bevor wir mit dem Video starten. Falls ihr sehen wollt, woher ich das goldene Pet habe, schaut einfach in mein Video heute, was mit Claudio online gekommen ist. Und Claudio ist auch bei Danja, hallo! Ja, moin! Ja, schaut auf jeden Fall auch bei Claudio auf dem Kanal vorbei. Bei Kahn natürlich nicht, aber bei Claudio könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das ist in der Infobox verlinkt. Schön, dass du da bist, Claudio. Ja, vielen Dank, dass ich hier bin. Oder hier sein darf. Wir werden heute ein paar Eggs auspacken. Könnt ihr mal aufhören, mir eure goldenen Pets unter die Nase zu reiben? Ja, Pets sind dazu da, um Claudio, gezeigt warte, zu werden. Claudio, du hast doch noch ein ganz besonderes Ei. Möchtest du das vielleicht mal zeigen? Ah, ja, vielleicht. Danja, was hältst du zu diesem Ei hier? Was? Alter, du hast nicht ernsthaft ein Diamond Egg. Also, Claudio hat mir letztens auch WhatsApp-Bilder geschickt, wo er Adopt Me gespielt hat. Und ich sag, wie es ist, er scammt einfach weiter. Naja, nicht Scam, ich bin weiter in Adopt Me aktiv halt. Ja, so ein bisschen Scam tust du ja schon, ne? Ja, Khan, wohin gehst du? Ja, hallo, der goldene Drache will schlafen. Ach so, ja, okay, gut. Goldini, Goldini. Goldini? Ja, Danja, natürlich habe ich ein Diamond Egg. Du weißt doch, wie viel ich Adopt Me spiele. Ja, ist okay. Ja. Danja, was haben wir denn heute vor? Wir werden heute Eggs auspacken. Oh, natürlich. Alle miteinander. Es wird mal wieder Zeit. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was da so drin sein wird und wer heute am meisten Glück hat. Ob überhaupt jemand von uns Glück hat. Ich bin mir sicher, schon. Claudio hat Glück. Ich glaube schon. Oh, ja, Leute, Claudio ist wieder da. Ja, Danja, aber welche Eggs öffnen wir? Also, welche meinst du jetzt? Ja, du hast natürlich... Wo hast du die denn alle her, Alter? Du hast doch beim Fossil-Egg noch nicht mal Roblox gespielt. Natürlich habe ich beim Fossil-Egg schon Roblox gespielt. Ich sag doch, der scammt. Hä? Was denkst du, wo die ganzen, Neon-Pets alle herkommen? Guck mal, Danja, was ich habe. Cool. Khan, wo hast du den Hai denn her? Der ist richtig weiß cool. Weiß ich nicht. Okay, holen wir die Gefahreneier? Ja, wir holen Danger Eggs. Also fünf Danger Eggs und fünf Pet Eggs, würde ich sagen, jeder. Ja, Pet Eggs brauche ich mir nicht holen. Davon habe ich genug, also... Ja. Guck mal, was er schon wieder ja, sagt. Ja, ist klar, ne? Hat er genug? Hat er genug? Ehrlich, das ist wieder so typisch. Wir können es so machen. Ihr braucht euch auch keine Pet Eggs holen. Ich habe genug. Ich kann euch auch welche abgeben. Schon okay, ich hole mir meine Pet Eggs. Ich möchte, ich möchte keine von dir. Ich habe davon 64 Stück. Wir können wirklich hier. Warum hast du denn 64 Pet Eggs? Ich habe 64 Pet Eggs. Echt, du hast echt keine Hobbys, ne? Ja! Khan, du hast gesehen, wie ich spiele. Da kommen halt ein paar Pet Eggs bei rum. Du hast echt keine Hobbys. Du hast 64 Pet Eggs, das ist dein Ernst? Ja, okay, und wenn ihr was Legendäres bekommt, könnt ihr mir das dann abgeben, sodass das ist mein Deal. Alter. Ja. Alter. Ja, Danja, was glaubst du damit, wenn du hier sprichst? Natürlich habe ich, oh, guck mal, Khan, oh, Khan, money, money. Claudio? Ja? Kannst du mir vielleicht, schenk mir mal zwei Pet Eggs. Aber sehr gerne doch. Wie gesagt, der Deal bleibt noch stehen. So, wenn du was Legendäres kriegst, dann wird okay, das hier... Weißt du, wenn ich aus dem Pet Egg was Legendary bekomme? Ja, okay, das natürlich. Okay, gut. Und Danja, bei dir ist ja immer noch so, dass du diesen Dino aus dem Danger Egg noch nicht hast, ne? Ja, den habe ich immer noch nicht. Okay, welchen das Dino? Heißt, was öffnen wir denn als erstes heute? Also ich würde sagen, immer abwechseln Pet Egg und dann Danger Egg. Ja, was und als dann erstes? Quasi immer der Reihe. Also erst du, Khan, ein Pet Egg. Okay, alles klar. Wenn jetzt hier direkt Legendary Alicorn oder so kommt, ne, dann bin ich raus. Boah, das wäre cool. Ey, Claudio, kannst du mal bitte ein anderes Gesicht machen? Ey, wieso denn? Das sieht... Ja, ich bin noch nicht fertig mit meinem, mit meinem Skin, aber passt schon. Und was hast du da? Es ist, ja, ist ein Orang-Utan. Hey, der sieht aber voll cool aus. Ja, der ist cool. Ey, der ist richtig cool. Mhm. Der fehlt hat mir der nicht noch. Auch so eine übelst riesen Neonfläche? Ich glaube schon, ja. Okay, wer ist okay, jetzt dran? Wie ist du, Claudio? Ach, muss ich mit dem Dangjack beginnen oder ja, ne? Nein, mit dem Pet Egg. Oh, hörst Pet du Egg? Nicht zu, Mann? Hör mal ein bisschen zu. Ja, gut. Dann beginne ich mit dem Pet Egg, komm. Hau raus damit. Also, du brauchst doch den Dinosaurier, sagst du dann, ja? Ja, aber der ist im Danger Egg. Der ist im Danger Egg, okay. Ja, da sieht man, du kennst dich gar nicht aus. Oh, ein Kamel! Ah, okay. Das ist in Ordnung. Cool. Komm schon, gib mir doch jetzt mal was Legendäres oder so. Das wäre doch super. Und was ist das? Oh. Eine Ameise. Aber die ist süß.
Ja, süß sind die alle, Mann. Aber wir routen vor Legendaries. Okay, Khan, du bist dran mit deinem Danger Egg. Ja. Boah, wir packen heute einfach fast 30 Eggs aus. Jetzt bin ich gespannt, Khan. Endlich! Wow! Boah, der ist natürlich sehr cool. Boah, der ist sehr cool. Der extrem richtig cool. Ich finde, der sieht schon legendary aus. Ja, mega. Ich auch. Ich dachte auch immer, der ist legendary. Der hing ja oben an diesem Banner mit dran. Sieht cool aus. Ja. Richtig cool. So, ich mache jetzt weiter mit Haustier-Ei, oder? Nein. Danger Egg. Aber wieso hat denn das Khan jetzt zweimal hintereinander Danger Egg geöffnet? Hat er nicht. Oh, Claudio, du bist gar nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Ups, okay. Schade, ich dachte, sein Witz am Morgen. Pack aus! Ja, ich mach schon. Und? Was ist das denn? Das ist eine Mücke. Was ist das denn? Also, nee, der kommt wieder rein. War voll süß. Ich hab Angst vor denen. Ja, übertreib jetzt nicht. Ja. So, okay, dann packe ich mal mein Danger Egg aus. Komm schon. Oh, ich hab Claudio ausgepackt. Cool. Nein! Hä, das ist doch kein Hund. Nein, das bin ich gar nicht. Ey, der Piranha ist so lustig. Ja, okay, Khan, weiter geht's bei dir. Ja. Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass wir heute noch ein Legendary ziehen. Oh, schon wieder. Oh, Claudio! Ein Corgi! Claudio! Guck mal, der ist auch extrem selten. Woher wusste ich das? Guck mal, Claudio, ich hab deinen Cousin. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich mein Cousin, Corgi. Aber ich muss sehr schon sagen, gut. Der Corgi ist sehr, sehr süß. Also, eigentlich hat er mit dir überhaupt nichts zu tun, weil das wäre jetzt so eine Beleidigung für den Corgi. Claudio, du bist dran. Ja, ich bin dran. Sorry, ich bin hier eingerostet tatsächlich. Ruff, ruff. Hurry up! Ja, ich komm schon. So. Ruff, ruff, ruff. Ruff. Kannst du den nicht René nennen? Nee. Was ist das? Oh, der Roboter, der ist, glaube ich, extrem selten. Was ist das denn? Das ist ein Roboter. Hä, wie cool ist der denn bitte? Ja, ich finde auch, der passt so stilmäßig einfach gar nicht zu dem Rest von den Pets in dem Eck, aber ist irgendwie. Ja, das stimmt, nice. Aber guck mal, wie cool er sich auch bewegt. Guck mal, die Füße an, wow. Ich bin echt verblüfft gerade. Hä, warum seid ihr nicht so verblüfft? Habt ihr den schon? Ja. Guck mal, guck mal wie mein Corgi jetzt heißt. Cousin. Was? Ja, Mäusen! Ja, voll, ja! Wo kommt der denn her? Yes! Jawollo! Jawoll! So läuft das hier! Endlich, finally! Den hab ich noch nicht! Jawoll! Den hab ich auch noch nicht! Ich möchte meiner Mama danken und ich möchte bitte allen hören. Ey, der ist richtig danken, cool! Dass sie mich immer unterstützt haben. Yay! Oh, finally. Ja, der ist auch legendary. Oh, alles schon erledigt, was ich für heute erledigen wollte. Mann, wieso? Oh, toll. Vor allem das Problem ist gerade, ich wollte dir eine Handelsanfrage schicken, da steht, Danja handelt nur mit Freunden. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, Claudio, gut zu wissen. Was gut zu wissen. Sagen? Oh. Ja, es ist das Nilpferd. Oh, okay. Ja, es ist okay, Mann, komm, kann ich noch weiter. Diesen Drachen. Geil. Der Drache ist echt gut. Oh, fancy, ey. Ey, der ist richtig gut. Och, nö. Hey! Goldener King-Pinguin, wo hast du die ganzen Sachen her, Khan? Die ganzen Goldpads her. Das frage ich mich gerade auch. Ciao, cool. Wow. Okay. Oh, warte mal, war das mal mein Tanzdrache? Kann sein, ich weiß es nicht. Dann bin ich wieder dran, ne? Mit einem Danger-Egg. Komm, jetzt hier direkt noch so ein Dino-Schmino raus. Das würde doch fit gehen, oder? Komm. Ey, wenn du jetzt noch den Dino bekommst, ne, dann krieg ich hier die Krise. Komm, jetzt der Dino noch. Selbstverständlich. Nein. Können wir mal woanders hingehen zum Hatchen, bitte? Ja, können wir machen. Ja, also ich meine, der Drache, ja, okay, das ergibt schon Sinn, dass der sich hier in der Lava so gehatcht hat und so. Aber den habe ich ja jetzt auch. Dann können wir ja jetzt irgendwo hingehen, wo es vielleicht eher um Dinosaurier geht. Nee, in der Schule geht es nicht um Dinos. Hier steht irgendwie Dschungel. Wir gehen jetzt hier hin. Nö, ich pack das jetzt hier aus. Ja. Ja, gut. Ja, aber dann sehen wir nicht, was du hast, Khan. Ja, sollt ihr auch vielleicht gar nicht. Ach, Mann. Ich war dran, oder? Nö, ich. Nee, Khan ist wieder dran. Oh, ich hab den Ösel. Ja. Der Ösel. Okay, Claudio, du bist dran? Ja. Jetzt will ich aber sehen, was er hat. Vielleicht lügt er uns und er hat was Cooles. Ah, da ist er doch. Ja, Claudio, ist was okay. Los? Klausi. Ist okay. Ich will auch den Drachen. Der ist echt cool, der Drache.
Ja, der ist nicht ja, vielleicht trade ich den ja mit dir, Claudio. Ja. Was? Was? Was ist denn hier los? Das kann nicht wahr sein. Oh, Claudio, du bist jetzt immer dabei, wenn wir Ex auspacken. Was ist denn so hier viel Glück los? Glück habe ich ja mein ganzes Leben noch nicht gehabt. Das kann nicht wahr sein. Jetzt hast du zweimal episch. Das gibt es doch nicht. Die Krise. Ich glaube es nicht. Und vor allem Kahn und ich ziehen hier gar nichts. Oh, ja, toll, danke. Steichmücke. Also ich bin Mann, nicht Steichmücke. Elikorn. Ja, das gibt's doch nicht. Einfach zwei Legends. Was war das? Legendaries, ja, oder? Ja, zwei Legendaries. Zwei Stück. Oh, ich habe heute die glücklichsten. Und der ist aber eigentlich ganz cool. Also, ich finde, der sieht ganz lustig aus. Ja, ist okay. Ja, jetzt musst du mit deinem goldenen Drachen. Ja! Flexen, ne? Geht sonst nicht. Bin ich dran eigentlich? Ja. Wieder? Ja, du bist dran. Okay. Vielleicht ziehst du auch mal was Goldenes, wenn wir hier mit dem Goldenen. Mit dem Goldenes? Ja, vielleicht. Wäre ja schon schön, wenn ich was Goldenes hätte, aber das ist ein Fisch. Das ist ein Dierteufelfisch. So, ich will jetzt zum Wasserpark. Oh, oh. Ich pack da jetzt was aus. Ich komm mit, Kahn. Ich komm mit meinem goldenen Einhorn zu dir. Ich bin sehr neidisch, muss ich sagen. Hallo, du hast zweimal Legendary. Was willst du? Wollte gerade sagen. Ja, aber ich habe halt keine goldenen und keine Diamantpads. Diamant habe ich auch nicht, okay? Jetzt übertreib mal nicht. Ich will gar nicht wissen, was in Claudios Haustierrucksack es drin ist. Es ist ein süßer Esel, immer wieder. Noch ein Eselchen. Oh. Okay, Claudio, it's your time to shine again. Ja, und jetzt hoffentlich was mit Legendary, oder? Och, Mann. Ameise. Gucken wir mal, was jetzt hier drin ist. Ja, wenn die jetzt wieder Legendary zieht, dann beende ich das Video aber. Oh! Nein, ein Zebra. Es ist quasi ein Einhorn. Ey, wie cool! Ich kenne die ganzen Pets gar nicht. Wie cool ist denn bitte das Zebra? Ja, das sind die neuen Pet-Eggs. Die wurden ja ausgetauscht. Das weißt du ja alles nicht mehr, ne? Ey, wie cool ist ja, bitte das schöne Zebra? Oh, schon wieder Zebra ein Kraken! Diamond-Egg, Claudio. Ich hab wieder einen Kraken. Ja, du hast schon wieder einen Kraken? Oh, der ist voll cool. Claudio, nice, willst du tauschen? Der ist auch extrem selten, glaube ich. Ja. Mach erstmal. Ach nö, ein Nilpferd. Freunde, ihr bringt nur Pech. Du bringst Glück. Habt ihr noch Pet Eggs? Ja. Ja. Achso, okay. Ja, okay, dann hatte ich nur vier. Ist okay. Ja, ich kann nur noch eins. Ist nicht schlimm. Nein, du kannst dafür zwei aufmachen. Ah, oh, cool, okay. Und wenn da ein Legendary dabei ist, dann kannst du mir das ja schenken. Okay, dann mal raus. Claudio, damit. Du musst gleich Pet Egg aufmachen, zwei Stück. Oh, jetzt hast du auch einen Kraken nochmal. Oh, jetzt habe ich auch den Kraken. Okay. Und was ist er? Ist er auch super rare? Der ist extrem selten, ja. Der ist extrem selten. Ich habe gar nichts gezogen. Ich habe nur. Claudio, Pet Eggs. Ach, bin ich dran? Ja, du darfst jetzt zweimal Pet Eggs. Nee, du bist dran, Achso, ja, aber ich habe noch kein Pet Egg mehr. Ja, hast ja recht. Okay. Du darfst jetzt zweimal öffnen. Hast ja recht. Cool, ich darf zweimal öffnen. Und es wird. Ja. Das ja, Zebra. Ein Zebra! Verdammt, jetzt kann ich nicht mehr mein Zebra gegen. Wie cool ist denn bitte schön das Zebra? Ja, natürlich. Zebra und Diamond Egg ist ja genau das gleiche. Ja. Ja, schon. Fängst du jetzt hier an mit Scam? Und was wird das? Oh, René. Oh, ein Pudel. Guck mal, Claudio. Ja, das ist Renés Cousin. Okay, dann ja. Kahn, möchtest du den Pudel haben, Kahn? Nö, hab ich. Ich glaube, ich habe davon sogar voll viele. Okay, jetzt habe ich den Orangutan. Okay. Der ist richtig süß und cool. Ja, wir können ja noch traden, Claudio. Ich gebe den Pudel. Okay, letztes okay, Egg für mich. Ja. Oh, ja. Ich sag doch, du kriegst einen Fisch, wenn du hier am Wasser tradest. Ist okay. Ich finde den eigentlich ganz cool. Okay, Claudio, pack mal aus. Warte, bist nicht du dran? Nee, ich bin dran. Ach so, doch. Nee, du bist dran. Claudio ist dran. Ja. Claudio ist dran. Jetzt bin ich gespannt. Und was wird es? Ja! Oh, es kann nicht wahr sein! Endlich! Mann, ich wollte doch tauschen! Was richtig cool ist. Oh, toll. Was kriegt Danja wieder? Noch ein Legendary! Guten Morgen! Dreimal heute. Guten Morgen! Ist es dein Ernst? Danja, ist es dein Ernst? Es ist unfassbar. Das wie viel Glück, hast du denn? Das ist Karma, weil ihr die ganze Zeit mit euren Goldpads am Flexen seid von mir, obwohl ihr genau wisst, dass ich keins habe. Guck mal, Claudio. Ey, der ist auch cool. Wo hast du den denn her? Hab ich von Danja. Guck mal, Claudio. Okay, Danja, wenn wir so anfangen, warte, Danja, warte mal. Guck mal, kennst du schon Günther?
Kindersüß. Warte, ich hab was für dich, Danja. Moment, ich muss ihn aber suchen. Da haben wir ihn doch. Guck mal, Danja! Romy? Ja, das ist doch der Dino, den du haben willst. Ja, das ist genau der Dino, den ich Ja, aber heute will. Hast du schon sehr, sehr viel Glück. Ja, muss man sagen. Auch. Guck mal, ich habe hier ein kleines Flemli. Boah, Flemli ist echt cool. Oha, der sieht wirklich aus wie Flemli. Ja, ich weiß. Habe ich hier noch irgendwas, womit ich dich beeindrucken kann, damit du mir was Krasses schenkst? Ich habe so viel verpasst. Ich habe auch einen goldenen Tiger. Ja, ist okay jetzt, ist okay. Und wir haben's verstanden. Und ich habe auch den Eismottendrache. Und ich habe auch den Lavadrache. Und ich habe auch Kahns Flygoldhorn. Cool. Ja, sieht alles ist cool. Ich glaube, ich muss nach den Aufnahmen mal mit euch noch sprechen. Mhm. Ich glaube, wir müssen hier mal ganz dringend ein paar Pets hin und her schieben, alle miteinander. Ja. Ja, Leute, also ich hatte heute echt verdammt viel Glück beim Pet-Eck-Öffnen, ja. Aber ich finde, das habe ich mir auch total verdient. Ja, geht so. Und ich hoffe, ihr beide hattet heute trotzdem auch Spaß und freut euch ein bisschen mit mir. Ja, doch, schon. Ja, ein bisschen. 5%. Ja, Leute, und da bleibt uns für heute nichts anderes zu sagen, als folgt uns allen mal rein und ciao, Kakao. Ciao. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute müssen Khan und ich Rainbow Friends spielen, aber für jede Person, die heute hier bei Rainbow Friends erwischt wird, müssen wir am Ende des Videos blind Adopt-Me-Pets hin und her traden. Okay, alles klar. Für jede Person? Ja, immer wenn irgendjemand erwischt wird, also wenn du zweimal erwischt wirst, dann wird quasi zweimal, wird das zweimal gezählt. Verstehe. Ja, ich bin mal gespannt. Also könnte es heute auch etwas schwierig werden. Ja, vielleicht kriege ich ja dein Ellikorn, dein neues. Und ich kriege vielleicht dein Diamant-Einhorn. Boah, das wäre hart. Das wäre richtig, richtig hart. Ja, vielleicht wird auch keiner erwischt, Danja. Vielleicht wird auch keiner erwischt. Das kann natürlich auch gut sein. Dann müssen wir nichts blind traden. Dann bleibt alles so, wie es ist. Wäre aber ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Es wäre schon schön, wenn zumindest irgendjemand sich erwischen lassen würde. Wir sind auch relativ viele auf dem Server. Also die Chance ist hoch. Ja, eigentlich nicht. Sind wir nicht viele? Wir sind nur zu 7 oder zu 8, glaube ich. Naja, mehr als 2. Okay, aber wir scheinen auf einem Server zu sein, wo ja, die Leute wissen, was sie tun. Weil wir haben gleich schon die erste Runde. Ja, ich habe aber jetzt gerade auch schon 8 Stück hingebracht. Ich auch. Sehr fein. Ja gut, wir müssen ja auch normal spielen, ne? Genau. Ich habe voll die schöne Box. Guck mal, es gibt so eine schöne Box. Guck mal, Polygonfarbe. Polygonfarbe? Ich guck's mir gleich mal an. Richtig schön. Warte, ich zeig's dir. Guck mal. Oh, die glitzert so. Die sieht ja nice aus. Pretty. Gefällt mir. Das gibt ein Like. Hallo, Green. Also die Sache ist, es gibt so einige Pets, die würde ich echt nur sehr ungerne abtreten. Also nur wirklich maximal. Oh. Oh, das ist Nummer 1. Nummer 1 wurde erwischt. Also wir müssen safe, müssen wir tauschen. Yep, da wurde jemand erwischt. Mich hat zwar Yellow erwischt, aber ich habe es überlebt. Oh, ich hoffe einfach so sehr, dass ich nicht mein Diamond Unicorn abgeben muss. Das wäre so schön. Das wäre einfach, dann würde ich wahrscheinlich die komplette nächste Woche versuchen, das zurückzugewinnen. Und ich würde es nicht zulassen. Hast du Gaskanister? Ich habe schon gerade 8 Stück habe ich, glaube ich, zurückgebracht oder 7. Okay. Also ich habe meinen Part schon gemacht. Sehr gut. Okay, ich habe noch eins gefunden. Ah, dann müssten wir alle haben. Hast du 3? Ja. Ich komme nur gerade nicht zurück wegen Blue. Ich gehe über den Fluss. So lustig, wie die hier einfach oft in diesen Karts chillen und nichts tun. Ja. So... Warum seid ihr hier? Warum spielt ihr Rainbow Friends? Warum? Ja, vielleicht aus dem Grund. Aus welchem Grund? Die fahren ja nicht mal mit den Karts. Die stehen ja nur da drin. Okay, wir sind nur noch 4 Leute auf diesem Server. Mhm. Vielleicht wollen sie so auch einfach die Wins mitnehmen. Kann natürlich auch sein. Aber was bringt das? Außer Prestige. Ja, Prestige ist wichtig, Khan. True. So, wir sind bei den Lookies. Hello. Das wird der schwitzigste Trade meines Lebens, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, ich sehe schon das Diamanteinhorn bei mir. Nee, das sehe ich gar nicht bei dir. Doch. Das sehe ich aber mal ganz weit weg von dir. Ich sehe das sowas von bei mir. Das sehe ich nicht mal
auf derselben Adopt-Me-Map wie du. Das sehe ich ganz doch. Weit weg von dir, dieses Diamanteinhorn. Oh doch, es gehört mir. Na, also Kahn, dass du von all meinen Pets das Diamanteinhorn bekommst, ist schon sehr unwahrscheinlich. Ja, aber wenn du jetzt natürlich extra drauf achtest, das nicht auszusuchen, das wäre schon fies. Naja, ich kann ja nicht drauf gucken, was ich aussuche. Ist ja blind, wie gesagt. Und vielleicht kriege ich ja auch deinen goldenen Griffin. Deinen Diamant-Griffin, Entschuldigung. Ich habe einen goldenen Drachen. Ja, vielleicht kriege ich ja den. Das kann sein. So, wo ist der letzte Lucky? Wahrscheinlich bei Purple. Also ich muss sagen, bisher bin ich zufrieden mit dem Server. Wir müssen uns nicht von allzu vielen Pets verabschieden. Ja, bisher nur ein Pet. Ja, das ist echt gut. Und uns beide hat es auch noch nicht erwischt. Und jetzt sind wir schon in der letzten Runde angekommen, weil ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass bei der Achterbahnfahrt jemand drauf geht. Boah, weiß ich nicht, Karin. Wir fahren sie trotzdem mal, weil die letzten Male ist häufig. Ja, natürlich. Ja, also wir können sie fahren, aber ich glaube, da wird dann nichts passieren, das meine ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil es ist ganz oft so gewesen, dass bei der Achterbahnfahrt nochmal jemand erwischt wurde. Ja, das stimmt auch wiederum. Also vor allem auf öffentlichen Servern, da ist dann mal jemand gelieft oder das Internet hat gehakt oder was auch immer. Alter, diese Lache von Sü, die finde ich richtig creepy, muss ich sagen. Dieses mechanische... Also ich habe 4 Stück. Ich habe 1. Das heißt, es fehlen noch 4. Alter, das war jetzt richtig knapp. Mich hätte jetzt gerade fast Sü erwischt. Das war jetzt richtig knapp. Das war wirklich nicht extra. Wirklich nicht. Ich hab's gesehen. Ich dachte eigentlich, ich wäre vorbei. Ja, dann sind das 2. Sorry. 2 geheime Traits oder 2 Blind Traits. Mhm. Ach, Kahn, das wird ganz gruselig werden. Ich glaube auch. Ich will dir meine Pets nicht geben. Ich auch nicht. Okay, ich habe 1 Sugar Pack. Und ich habe das 2. Sehr gut. Dann bring dem, please. Yes, I will do that. Ah, Sü, don't... Na. Och, Danja. Sind jetzt 3, ne? Sind 3. Oh, Mann. So, let's go. Ach, du heilige Schneewittchen. Danja, freust du dich schon auf die Gamescom? Ich freue mich schon sehr auf die Gamescom, Karin. Freut ihr euch schon auf die Gamescom, Leute? Ich freue mich. Und ich werden nämlich da sein. Jeden Tag, außer Sonntag. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir Sonntag nicht da sein werden, wird gerade immer höher. Also ich bin Sonntag nicht da. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Ja. Also ich bin auch zu 90% nicht da. Also ich habe es ja schon angekündigt, also es müsste schon was passieren, dass ich Sonntag da bleibe. Ja. Aber ich glaube, Samstag bleibe ich diesmal, also beim letzten Mal bin ich nur bis Mittag geblieben. Mhm. Ich glaube, diesmal würde ich vielleicht fast bis zum Ende bleiben am Samstag. Ja. Ja, es sind viele von unseren Zuschauern am Samstag da, habe ich schon Nachrichten bekommen. Okay. Das heißt, es wäre natürlich nicht schlecht, wenn du da bleibst, Karl. Ja, dann bin ich Samstag ganz früh schon weg. Ist natürlich Spaß, entspannt euch. Okay, es ist jetzt noch eine Person mit uns hier drin, ne? Ich glaube schon. Also eigentlich 2. Ich sehe nur noch 2. Ja, aber es kann sein, dass der einfach die sind noch zu zweit. Die sind, nee, zu zweit. Sind zu zweit. Ey, wenn es die jetzt beide dahin rafft in dem... könnte schwierig werden. Sind Messi und Slender. Ja, wenn es jetzt Messi und Ronaldo wären, dann wäre klar. Wir haben mit Lionel Messi Rainbow Friends gespielt, ist der Titel von dem Video. Ja, genau. Dann ja, genau. Also ich glaube, die erste Kurve haben sie überlebt. Ja. Okay, haben sie auch geschafft. Mhm. Okay, dann noch die letzte. Vorletzte. Achso, ja, vorletzte. Ja, da könnte vielleicht noch was passieren. Sie haben es geschafft, glaube ich. Das sieht gut aus. Yes, sie sind hier. Yes. Dann müssen wir jetzt nur noch abhauen. So, Leute, beeilt euch. Lauft. Ihr wisst nicht, was an euch dranhängt gerade. Bisher sind es 3, glaube ich, ne? Ja, 3. Was 3? 3 Pets. Achso, ja. So, das sieht gut aus, Danja. Ja. Okay. Okay. Das heißt, wir sehen uns bei Adopt Me jetzt. Yes, wir gehen jetzt mal zu Adopt Me und schauen mal. Oh Mann. Okay, so Danja. Ja, also es gibt
viele Dinge, die mir sehr wehtun würden. Ja, ich würde mal sagen, aber runterscrollen oder so ist jetzt nicht erlaubt. Natürlich ist runterscrollen erlaubt, du darfst halt nur nicht hingucken. Ja, aber dann kannst du ja direkt von deinem Einhorn weg. Du darfst halt nicht hingucken, was du machst gleich. Ja. So, erstmal müssen wir handeln. So, und dann drücken wir jetzt auf das Plus und gehen quasi auf dieses Haustier-Ding drauf. Und ab jetzt kannst du hoch und runter scrollen. Ich würde sagen, zweimal runter, zweimal einmal hoch. Nein, du scrollst einfach, wie du willst, ein bisschen hin und her. Okay, ich habe ein Pad. Und dann musst du irgendwo drücken. Ich auch. Okay, das ist das erste Pad. Och Mann, das kann nicht wahr sein. Das ist schon mal gut gelaufen. Das traden wir erstmal, dann machen wir gleich nochmal eine... Ich bin immer beim gleichen Pad. Nein! Oh mein Gott, okay. Nee, das will ich jetzt aber wirklich nicht. Du hast ein Einhorn, Mann. Guck mal, was ich da habe. Ja, den nehme ich. Okay, das letzte. Ja, ist eine Puppe. Okay, ich bin gerade mit der Maus zwischen so zweien. Dann mache ich einfach nochmal. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Es kann nicht wahr sein. Es kann doch nicht. Also dieser goldene Drache kommt sowas von zurück zu mir. Also, ja, kann natürlich, bin ich absolut bereit dazu, dir diesen goldenen Drachen in Challenges wieder zurückzugeben. Bis dahin werde ich mich richtig gut um ihn kümmern. Ja, wollte ich dir sagen. Also nicht, dass du dir hier jetzt Sorgen machen müsstest oder so. Kahn? Er hat sich stumm gestellt. Oh nein, er hat sich stumm gestellt. Ja, Kahn, es tut mir leid. Du kannst deinen goldenen Drachen natürlich zurückgewinnen. Oh nein, jetzt ist das schon das zweite Mal, dass ich Kahn seinen Drachen abknöpfe. Oh je, ciao, Kakao. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Roblox-Video. Heute gemeinsam mit Kahn. Schön, dass du da bist. Hello. Und wir spielen heute mal wieder Adopt Me. Mhm. Denn es gibt mal wieder Adopt Me Neuigkeiten. Ja, weißt du, ich bin ein bisschen überrascht von dir, weil diese Neuigkeiten musste ich dir sagen. Ja, das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen, also sonst bin ich da immer ein bisschen schneller, aber gut. Ja, diesmal nicht. Was sind denn die Neuigkeiten? Hau raus. Und zwar kommt bald ein neues Ei. Und wir reden hier über ein Themenei. Also momentan ist es ja das Gefahrenei, das Danger Egg. Und das wird tatsächlich jetzt abgelöst. Und auch die Nursery bekommt einen neuen Look, falls ihr das auf TikTok und Instagram schon gesehen habt. Ich weiß nicht, ob der Grund sozusagen der Geburtstag ist von Adopt Me. Die feiern ja 6. Geburtstag. Ich glaube, vielleicht auch aus dem Grund, aber vielleicht auch nicht unbedingt. Ja, ich glaube, wegen des Geburtstags gibt es ja hier diesen Schmetterling. Ja, ich wollte sowieso jetzt gucken, wann, weil ich habe das Gefühl, das Danger Egg war eigentlich nur ganz kurz da. Das war auch relativ kurz da. Guck mal, das wurde veröffentlicht, also ich habe es erhalten, sorry, am 19. Juni. Das sind noch nicht mal 2 Monate. Oder das sind gerade mal 2 Monate. Ja, ich glaube, das gab es drei Monate oder so. Ja, 2,5 oder so ungefähr wahrscheinlich dann. Ich glaube, so spät war ich gar nicht dran. Also auf jeden Fall super kurz im Vergleich. Aber das Wichtige ist, ich habe ja beide Legendaries bekommen. Ja, das stimmt. Ich leider noch nicht. Deshalb werden wir heute noch mal ein paar der Eggs öffnen. Und wir schauen uns auch am Ende des Videos einmal die Pets an, die neuen, die es geben wird. Beziehungsweise gibt es da so ein Video, wo Adopt Me schon ein bisschen was geleakt hat, was so kommen wird.
Und ich bin gespannt. Und es sieht danach aus, dass ein neuer Drache kommt. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber wir schauen uns dann gleich mal an, was Adopt uns da so geliefert hat. Erstmal werden wir ein paar Eggs auspacken. Und ich bin jetzt schon ein bisschen, ich bin jetzt schon ein bisschen ängstlich, das zu machen, weil Claudio ist heute nicht dabei. Ach so, der hatte viel Glück gebracht, ne? Ja, der hatte mir richtig viel Glück gebracht. Dass wir das mal über Claudio sagen. Ja, wirklich. Ich habe so richtig krasse Pets ausgepackt, als Claudio dabei war. Unfassbar. Ich bin auf dem Weg, weil ich war ein bisschen krank. Also ich bin, in Real Life bin ich immer noch ein bisschen krank. Und wo ihr das gerade seht, Leute, sind wir wahrscheinlich auf der Gamescom. Oh yes. Wir sind bis Samstag da, falls ihr auch da seid, dann werden wir uns ja vielleicht sehen. Und das neue Eck kommt ja morgen, also am Donnerstag. Nein, kommt heute. Heute kommt das neue Eck. Ist schwierig hier mitzudenken. Heute kommt das neue Eck. Und wir werden natürlich auch direkt neue Eggs auspacken. Allerdings sind wir da halt dann auf der Gamescom unterwegs, beziehungsweise vielleicht auch in dem Hotelzimmer, wo wir dann untergebracht sind, und werden das doch von dort aus dann halt aufnehmen. Ja. Wie viele Danger Eggs soll ich denn holen? Hol dir so viele, wie du möchtest. Mindestens 5. Okay, dann gönnen wir uns doch ein bisschen was. Gönn dir mal ein bisschen was. Okan, ich bin echt gespannt. Ich habe ja schon so ein bisschen was gesehen von dem neuen Egg. Ich fand das Danger Egg ganz cool. Ich auch. Was soll das denn jetzt heißen? Als hätte ich davon. Ich hab dich informiert. Hallo, was willst du von mir? Hä? Ich hab dich doch gar nicht angegriffen. Doch. Ich meinte nur, ich bin gespannt, was da drin sein wird. Also, ich bin gespannt auf das Egg, weil ich mochte das Danger Egg ganz gerne. Aber was ich zum Beispiel nicht so sehr mochte, war das Woodland Egg. Ja, also ich fand dieses Ei war eigentlich auch wieder ganz gut. Das Thema vom neuen Ei ist ja so ein bisschen städtisch. Also so... Ja. Es ist so eine Stadt, so New York. Ich glaube, das Ei heißt auch das Ei, das halt niemals schläft. Das sagt man ja auch über New York, also über die Stadt, die niemals schläft. Weiß ich jetzt nicht. Also ich bin gespannt, wie es dann heißt. Ob es dann City Egg heißt oder so, weißt du? Ja, also Stadtei, keine Ahnung. Wo bist du denn auf einmal? Ich bin hier im Dschungel. Okay. Beim Kasua, beim Maki und beim Kaiserfisch. Das sind auch neue Pets. Hier gibt es immer in diesem Dschungel-Update kommen immer so ein paar neue. Ja, okay. Also ich habe mir jetzt 5 Gefahreneier geholt. Okay, dann packen wir mal los aus, würde ich sagen. Es sind die letzten. Ja, dann mach mal. Also ich denke, ich werde auf jeden Fall noch mal reinkommen und 1-2 holen, damit ich einfach 1-2 habe. Oh, schön. Okay, ich habe noch mal so einen Kraken, der ist extrem selten. Es wäre schon cool, wenn ich jetzt noch mal diesen Dino kriegen würde, Mann. Ich würde mich echt drüber freuen. Ja, also wenn du so viel Glück hast, ne? Und das ist... Oh, guck mal, ich finde den so süß. Der Liga. Ja, der ist auch echt cool. Dabei ist er nur gewöhnlich, glaube ich. Der ist eigentlich voll süß. Ja, aber ich finde den richtig nice. Also ich finde es eins der coolsten Pets aus dem Danger Egg. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Pet ihr am coolsten fandet aus diesem Egg jetzt. Und welches Pet ihr gerne mal hättet in Adopt Me, weil mittlerweile habe ich auch so echt das Gefühl, wir haben so viele Pets schon. Oh! Oh, guck mal, Kahn. Der du hast gerade den Bruder ausgebrütet hier. Was? Ich hatte vorher den Piranha und ich finde, die sehen so gleich aus. Ja, finde ich auch. Du hast gerade den Bruder. Stimmt. Oh, und schon wieder. Noch ein Kraken. Okay, also dann, ich sag jetzt schon, also ich habe noch 3 Gefahreneier. Wenn aus diesen 3 ich glaube, Spinosaurus rauskommt, dann schenke ich dir natürlich ein. Oh, das wäre so lieb von dir. Für ein Legendary Pet von dir. Na gut. Das war ein Spaß, alles gut. Kriegst du es auch so. Ich hätte ja auch ein Legendary zurückgegeben. Oh, also es sieht hier gerade ganz dünner aus bei uns. Das sieht hier echt gerade dünner aus, muss ich sagen. Also, mach du mal. Also, bei mir sieht es echt nicht gut aus. Aber ich habe das Gefühl, im letzten Gefahrenei, was ich hier jetzt bei dir öffne, da könnte dein Legendary Pet rauskommen. Meinst du? Oh, ich dachte gerade bei dir. Okay, Kahn, pack's aus. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Komm schon. Es ist das Nilpferd. Ja, heute ist die Ausbeute nicht so gut. Okay, dann, ja, guck mal, das ist auch ein Zeichen. Ich habe nur noch 48 Robux. Und das heißt, ich kann nur noch sozusagen das schlüpfen lassen. Also, ich glaube, in einer dieser beiden Eggs wird jetzt dein Pet drin sein. Oh, das war knapp. Okay, Danja, guck am besten weg. Guckst du einmal bitte weg? Ja, ich guck weg. So, dann schauen wir mal. Ja, das tut mir ein bisschen leid. Oh, noch so ein Kraken. Ich finde den ja ganz gut und der ist extrem selten. Okay, du hast ja noch, stimmt, du hast noch. Ja, ich habe noch ein paar mehr geholt. Oh, Mann, den hätte ich echt sehr gerne noch. Ich finde den richtig niedlich. Aber
irgendwie, es ist mir einfach nicht vergönnt. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwo sehen kann, wie viele ich von denen jetzt mittlerweile ausgepackt habe. Kannst du, glaube ich. Du kannst, wenn du auf Sammelalbum, wenn du auf und dann nach Danger suchst, siehst du, glaube ich, wie viel du geöffnet hast. Geschlüpft 30. Also ich habe 30 Danger Eggs geöffnet. Okay, da muss ich dann gleich mal gucken, wie viele ich habe. Ich bin mir fast sicher, ich habe sogar noch mehr. Ja, ich glaube auch. Okay, das ist jetzt mein letztes Kahn. Okay, dann ja, los jetzt, komm. Mein letztes Danger Egg. Zeig es uns! Ach, dann ja. Wo ist denn Claudio, Mann? Ich hab doch gesagt, er muss dabei sein. Das kann doch nicht sein jetzt. Och, Mann, ey. Ah, das tut mir ein bisschen leid. Ich gucke jetzt mal kurz, wie viele ich davon ausgepackt habe. Ja, mach mal. 50. 50, oh ja. Also da muss ich sagen, da ist meine Ausbeute deutlich besser, glaube ich. Also ich habe 50 und in den 50 Eggs waren 3 Eulenbären drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber halt kein einziger Spinosaurus. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ja, das ist ein bisschen blöd. Oh Mann. Naja. Also ich denke mal, ich werde mir auch kurz bevor das Egg weggeht, nochmal was holen. Ja. Vielleicht hole ich mir auch gleich nochmal was. Und wir schauen uns jetzt direkt nochmal das Video an, was AdoptMe gepostet hat, wo wir sehen können, wie die Vorschau für die Pets aussieht sozusagen. Ja, ich schaue mir das auch nochmal parallel an. Also man weiß auf jeden Fall, dass eine Katze mit dabei ist. Da gab es auch sozusagen ein richtiges Video. Man sieht Käfer. Man sieht warte, ich würde das gerne mit dir zusammen angucken, Kahn. Ja, aber das geht so schnell dann, ja? So, also. Ich glaube, Hund ist auch mit dabei. Wellensittich könnte wieder dabei sein, also sowas in der Art. Also es scheint jetzt so eine Mischung aus echten Tieren und Fabelwesen zu sein. Aber nicht so viele Fabelwesen. Also es ist auf jeden Fall irgendwas Großes, aber ich habe halt eher so... Ja. Ich kann dir nicht so richtig sagen, was das Große ist. Ich habe aber das Gefühl, dass es wahrscheinlich... Ich frage mich aber auch, also es ist ja das Stadtei sozusagen, so heißt es jetzt mal bei uns. Genau. Und ich glaube, da sind jetzt halt nicht so krasse Tiere dabei in dem Sinne. Könnte sein, ich weiß es nicht. Ja, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen mein... Bedenken irgendwie. Also das eine, was so fliegt, finde ich, sieht halt so ein bisschen aus Sieht aus wie der Phönix. Ja, aber halt auch wieder nicht, ne? Also das hat so ein bisschen was, ich glaube, das wird halt so was Adlermäßiges oder so. Ja, so ein Falke oder so, ich kann mir vorstellen, dass das oder es wird ein Weißkopfseeadler, weil stimmt. New York, Amerika. Stimmt. Ja, das kann sein. Dann das Erste, was man ja sieht, ist, oder nicht das Erste, aber eins, was man sieht, ist ja dieses Drachenmäßige. Ja. Das muss ja eigentlich irgendeine Art Fabelwesen sein. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe da sowas wie so ein kleines Bärtchen oder sowas. Da hängt irgendwie so eine ganz kleine Spitze hängt da am Maul so raus und ich weiß nicht so genau, also ich bin gespannt, wie das Design davon wird. Dann haben wir eine Katze, die haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Dann ist eins, das kann ich gar nicht zuordnen. Das sieht eigentlich aus wie ein Mensch. Ja, es könnte vielleicht so, es gibt ja den Sasquatch. Ja, aber den Sasquatch hatten wir ja schon mal, ja, oder? Aber vielleicht ist es, keine Ahnung, so, weiß ich, Bigfoot oder so. Bigfoot? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Dann gibt es hier noch ein Pet, was so auf dem, also was aussieht wie eine Katze, aber ein bisschen dickeren Schwanz hat. Mhm. Also das... So ein bisschen puscheliger einfach. Ja. Keine Ahnung, was das werden könnte. I don't know. Also vielleicht, ich hoffe ja die ganze Zeit irgendwie auf den Waschbär. Vielleicht wird's das. Ja, stimmt. Doch, das könnte ja sein, weil in vielen Großstädten sind die Waschbären ja auch im Müll. Mhm. Und suchen richtig nach Futter. Yep. Schon sein. Ja, dann gibt's so einen kleinen Vogel. Das könnte halt irgendwie so ein Spatz sein oder irgendwie... Keine Ahnung, was es sonst noch so für Vögel gibt in New York, aber ich glaube, irgendwas, so ein normaler Stadtvogel halt, ein Amsel oder irgendwas. Dann halt, wie gesagt, dieser Weißkopfseeadler, wo ich glaube, dass es das wird. Dann gibt es noch sowas, was aussieht wie ein Küken. Mhm. Aber
Also keine Ahnung, was das für ein... Das sieht... Also es sieht halt aus wie dieses eine Küken, was es mal gab. Ich hol das mal einmal hier raus. So ein bisschen sieht es aus wie das. Wie diese Sonnenstrahlenküken. Mhm. Aber es sieht auch ein bisschen aus wie so ein Minion. Ja. Wie Hans-Georg bei mir. Ja. Also ja, irgendwie ein bisschen strange. Könnte sein. Dann ein Hund ist, glaube ich, recht offensichtlich. Das wird einfach irgendwie ein Hund, vielleicht ein Doodle, ein Labradoodle oder irgendwas. Ja. Also irgend so ein typischer Hund, den es in der Stadt so gibt. Ja. Es gibt zwei Flugwesen, glaube ich, oder? Ich glaube sogar ja, drei. Ja, ich glaube, es gibt zwei. Es kann sogar drei sein. Ich weiß, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Also ich lasse jetzt nicht die ganze Zeit den Clip laufen, aber es könnte durchaus sein. Ja, es gibt zwei unterschiedliche. Die haben unterschiedliche Schnäbel auf jeden Fall. Ja, dann bin ich erst recht gespannt, was der zweite wird. Dann der Käfer wird safe eine Kakerlake. Also man sieht auf jeden Fall eine graue Katze. Mhm. Noch. Das Ei hat so eine Pylone auf jeden Fall. Das sieht man auch schon. Also das Ei wurde auf jeden Fall... Also man sieht auch den ganzen Look von der Nursery. Ja. Was, vielleicht sieht man hier noch was. Also Kakerlake kommt auf jeden Fall. Ja, der passt aber auch ehrlicherweise. Ja, absolut. Dann ist hier irgendwas, das sieht aus wie eine Raupe oder sowas. Es liegt so auf dem Boden und hat wie so einen Rüssel. Es könnte auch eine Larve sein oder so. Dann gibt es noch etwas, was aussieht wie ein Steinbock. Also wir hatten bisher ja schon mal hier den hier. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Aber es ist irgendein Fabelwesen auf jeden Fall. Dann hatten wir ja das Goldhorn, eins meiner Lieblingspets. Und wir hatten auch, ich glaube schon, ja, hier, wir hatten eine Ziege. Die gibt's auch. Also es gibt schon Pets in die Richtung. Und es gibt auch hier so einen, der so richtig aussieht wie so ein... Also der sieht halt exakt so aus, wie das Bild. Okay. Was Adopt Me als Forscherbild genommen hat. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass sie das 1:1 kopieren, was sie ja, mal oder hatten, was das zurück Design. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also, das kann eigentlich nicht sein. So, und jetzt ist halt die Frage, Kahn, welche davon werden Legendary werden? Also, ich gehe ganz stark davon aus, dass dieser Drache definitiv Legendary sein muss. Ja. Also, alles andere würde mich stark wundern. Boah. Ich weiß es nicht, Daniel. Ich weiß es wirklich nicht. Ist echt schwierig zu sagen, ne? Mhm. Adopt Me hat da jetzt auch nicht so viel durchschimmern lassen, muss ich sagen. Die haben sich da sehr, sehr, sehr bedeckt gehalten mit diesem Egg. Aber wir werden das ja spätestens heute, wenn ihr dieses Video seht, wird das Update dann wahrscheinlich in einer Stunde rauskommen und dann könnt ihr es selber auch sehen. Mhm. Ich bin einfach mal gespannt. Wir werden natürlich das neue Egg wieder öffnen, denn das haben wir jetzt, glaube ich, mit jedem Egg bisher gemacht und deshalb natürlich auch mit dem. Ja, also, ich freue mich. Wir sind gespannt, Leute. Freut ihr euch über das neue Egg oder sagt ihr, das ist viel zu früh? Lasst es uns gerne wissen und dann bleibt uns für heute nichts anderes zu sagen als Ciao, Kakao. Tschö. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Adopt Me Video, heute gemeinsam mit Kahn. Hallo. Wir werden heute eine Adopt Me Trade Challenge machen. Und zwar haben wir mal wieder ein Glücksrad, auf dem ganz viele Farben drauf sind. Ja. Und wir müssen immer, wenn wir, also wir drehen quasi das Glücksrad und dann müssen wir ein Pad in der Farbe, was wir gedreht haben, vertreten. Aber muss diese Farbe einmal vertreten sein oder überwiegend da sein? Also es wäre schon gut, wenn es überwiegend ist, okay. Aber es gibt ja auch Pads, wo das jetzt nicht ganz eindeutig ist. Okay, alles klar. Und dann kann ich mir aber das aussuchen, welches Pad. Ja, du kannst dir das dann aussuchen. Okay. Wir haben die Farben Gold, Rosa, Lila, Grün, Gelb, Grau, Blau, Weiß, Rot, Orange. Und bei mir kommt als erstes, oh natürlich. Ist es Gold? Okay. Nein, es ist Rosa. Oh! Okay, ich guck mal, was ist bei... Tauschen wir immer einzeln oder sammeln wir das jetzt? Nein, nein, du musst jetzt einmal drehen. Okay. Und du musst jetzt gucken, was du jetzt für eine Farbe hast. Und du musst mir dann quasi was in deiner Farbe geben. Bei mir ist es grau. Dann, das wird ein unfairer Tausch. Machen wir mal einen Handel. Grau, ne?
Ja, also grau gibt's echt viel. Rosa. Nee, das gefällt mir jetzt so überhaupt nicht. Wie viele Runden machen wir denn eigentlich? Das muss ja vorher eigentlich auch festgesetzt werden. Ja, ich würde schon sagen so 10. Okay, dann machen wir 10. Bei 10 ist dann Schluss. Ja. Hä, das... Nein, das ist kein rosa. Natürlich ist das rosa. Das, was denn das sonst? Dann ja, das ist nicht rosa. Natürlich ist das rosa. Was ist das denn sonst für eine Farbe, wenn es nicht rosa ist? Für mich ist das so, weiß ich, Lachsfarben. Ja, doch. Ganz eindeutig ist das rosa. Du wolltest einfach nicht dein Einhorn abgeben. An dem Einhorn, das ist aber überwiegend weiß. Ja, trotzdem. Das Einhorn käme gar nicht in Frage. Trotzdem. Außerdem ist das Einhorn pink. Okay, bei mir ist es jetzt... Rot. Oh, okay, da gibt's coole Pets. Ja, du kriegst auch, kriegst auch ein richtig cooles Pet von mir. Ist auch sehr selten. Oh, ich hab grün. Kriegst richtig cooles Pet von mir. Ja, super. Okay, grün. Ach du heilige Schneewittchen. Ich möchte ein schönes grünes Pet. Aber ich wäre dafür, das Pet, was wir bekommen haben, das dürfen wir nicht zurücktauschen. Mhm. Oh, das ist doch nicht grün. Ey, ist das grün! Und dann, du machst das die ganze Zeit extra. Guck mal, meins ist wirklich rot. Das ist doch grün! Was willst du denn? Du machst das es extra. Ist grün? Nein, tue ich nicht. Ich wäre dafür, dass ja, wir... Ja, normal will ich dir nicht meine Dragonfly Ich wäre aber dafür, geben. Dass wir heute bei der Challenge zumindest ein Legendary Pet tauschen. Ja, ist mir egal, wofür du so bist. Hä? Hallo? Dritte Runde, let's go! Ich hab... Ach du... Oh nee. Okay, weiß... Okay, ich habe gelb, oh weiß, also ich glaube, das Einhorn hast du gerade gesagt, ne? Komm, also ich finde das, damit kann man schon leben. Ja. Du kriegst, wenn du jetzt schon du wieder kriegst, um die Ecke kommst. Du kriegst jetzt aber auch was Gutes. Hier. Okay, das ist nicht schlecht. Ist auch extrem selten. Kann ich annehmen. Das ja, ist musst mal du. Ein fairer Tausch. Das ist, ja, ich weiß, das ist mal ein fairer Tausch. Das ist mal, da muss ich mich nicht drüber aufregen. So. Ja, kriegen wir auch keine Warnung. Das ist, glaube ich, eines der ersten Male, wo ich bei Adopten die keine Warnung bekomme, wenn ich irgendwas trade. Okay, Runde 5 oder 4, ich weiß gar nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Bei mir ist es schon wieder grün und jetzt kann ich dir natürlich nicht schon wieder den Bullfrog geben. Okay, es ist, bei mir ist es lila. Gibt es überhaupt ein Pet in lila? Och, nö. Och, nö. Och, das gefällt mir gerade auch nicht. Das gefällt mir gerade gar nicht, du. Oh, lila ist gar nicht gut. Grün ist auch nicht gut, du. Es gibt ja gar nichts hier in lila. Oh, toll, ja, toll. Guck mal, welches Pet du jetzt von mir bekommst. Ja. Ja, super. Jetzt muss ich hier Legendary... Oh, ja, ist okay. Mann, die ist voll süß. Ja, die ist ich habe auch, okay. auch nur eine von der... Halte sie noch, in Ehren, Mann. Ich habe auch ein Capricorn. Ah, okay. Ja, dann. Dann ist das mal wieder ein Legendary, sehr, okay? fairer Handel. Sehr fairer Handel gewesen, ja. Auf jeden Fall. Ich warte noch auf ein Legendary Pet von dir. Warum kriegst du ein Legendary Pet von mir? Haben wir so gesagt. Zumindest eins. Ach so. Okay, bei mir ist es wieder rot. Und die Ameise darf es diesmal nicht werden. Ich habe bestimmt noch was so rot. Ja, guck mal, der heißt sogar Red Cardinal. Mhm. Was hast du? Ich habe die Farbe Gold. Oh! Und das ist echt unschick, muss ich sagen. Also ich habe die Wahl zwischen dem Küken, dem goldenen Lunatiger, ja. dem Goldhorn. Ja. Und das war's, glaube ich. Weil das Diamond Unicorn ist ja Diamant. Ich habe ja kein goldenes Pet sonst. Der Dragon ist gelb. Das heißt, dann wird's wohl... das hier werden. Oh! Der Handel scheint unausgewogen. Let's go! Her damit! Warum scheint dieser Handel wohl unausgewogen wie viele zu sein? Hab ich, ich kann es mir gar nicht erklären. Oh, ich habe jetzt zwei Goldhorn. Okay, ich glaube, wir sind bei Runde Nummer 7 dann, ja. Supi. Ich kann das alles jetzt schon nicht mehr, sage ich dir ehrlich. Okay. Es ist weiß. Okay, jetzt habe ich auch mal rot. Okay, ich glaube, weiß wird jetzt nicht so schwer. Ja, dann bekommst du eine Schneekatze von mir. Guck mal, die ist ungewöhnlich.
kriegst von mir einen Nashornkäfer. Hab ich jetzt ist auch ungewöhnlich. Habe ich jetzt mit gerechnet, dass das nicht so toll wird. Hast du gedacht, du kriegst meinen Lava-Drachen direkt? Okay, wir sind bei Glücksrad, also, Runde Nummer 8. Ich finde das auch so lustig, wie sehr das dann doch wehtut. Also ich finde, mir tut es schon ein bisschen weh. Oh nee, nicht schon wieder weiß. Okay, ich habe auch jetzt Gold und das könnte jetzt auch ein bisschen wehtun. Ah, das ist okay. Das ist ja komplett weiß. Perfekt. Gold. Ideal. 10 von 10. Ja, du hast ja so zum Beispiel so einen goldenen Chow Chow. Ja, aber ich habe auch noch andere Pets, die so ein bisschen Gold haben. Ja, einen goldenen Chow Chow. Ich habe den goldenen Drachen. Ich habe einen goldenen King-Pinguin. Ich habe das Goldhorn. Das Goldhorn darfst du nicht, weil das habe ich dir ja schon. Aber ich habe ja auch mein Goldhorn. Ja, aber das kannst du mir trotzdem nicht schicken. Ja, du bekommst das hier. Hier. Oh, okay. Der hat ja so goldene Flügel, würde ich jetzt mal sagen. So gelb-gold. Kann ich gerade so akzeptieren. Ist auch schön. Also ich finde, der Schmetterling ist sehr, sehr schön. Kann man nicht meckern, Karl. Okay, vorletzte Runde. Erstmal gucken, was hier rauskommt. Okay, bei mir ist es grau. Ja, dann bekommst du eine schöne Maus. Davon habe ich 15 Stück, glaube ich. Was hast du? Gold. Oh, das wird jetzt schwierig. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich brauche ein schönes goldenes Pet. So richtig schön. Du brauchst kein schönes goldenes Pet. Das kann ich dir aber garantieren, dass du das nicht brauchst. Doch, das brauche ich. Mann, warum muss denn gerade Gold jetzt nochmal kommen? Oh! Ganz ehrlich, Kahn, das finde ich echt richtig blöd, den Trade jetzt. Den finde ich echt blöd. Kann ich verstehen. Der gefällt mir gerade gar nicht. Das finde ich gerade echt schlimm. Ich habe nur einen einzigen von denen. Also ich glaube, ich habe davon... Ja, davon habe ich auch einen und jetzt habe ich zwei. Ja, super, du brauchst den nicht mal. Guck mal, wie schön. Guck mal, wie süß. Letzte Runde. Ich finde es auch total unfair, dass du mir bei Gold einfach so ein gelbes Pet gegeben hast und ich dir zweimal was mit richtig Gold gegeben habe. Das finde ich richtig, richtig schlimm eigentlich. Du hast mir gesagt, das ist okay. Ja, weil ich nicht damit rechnen konnte, dass ich nochmal Gold kriege. Okay, ich habe grün. Ja, ich habe orange. Oh, so ein Phönix wäre natürlich toll. Ja, du spinnst wohl ein bisschen, kriegst eine Mücke. Oh, guck mal, also der Flügeldrache ist grün, dann gibt es noch den Zombie-Wolf. Ach, guck mal, aber ich kann bei grün kann ich ja eigentlich auch die Stechmücke nehmen, ne? Nein. Die Flügel, hallo? Die sind durchsichtig, die Flügel. Ja, komm, dann bekommst du hier sowas. Hat sich doch gelohnt. Also ich finde, also die Trade-Challenge heute... Ja, ich finde, du kannst jetzt mal die Klappe halten. Mit dem Glücksrad, das hat sich gelohnt, weil, guck mal, ich habe, wie viel Legendary habe ich? Ich habe das bekommen und ich habe das Goldhorn. Wo ist das Goldhorn? Da ist das Goldhorn. Guck mal. Ja. Also, ich habe von Daya ein Capricorn bekommen. Ja, ist okay, kannst du auch. Ist okay. Und das ist alles, was ich an Legendary Pets von dir bekommen habe. Oder überhaupt an sehr seltenen Sachen. Wohingegen du von mir einen Haufen seltenen Kram bekommen hast. Weißt du, wie mein Goldhorn jetzt heißen wird? Nee. Doch, warte. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will es gar nicht wissen. Doch, du willst es wissen. Günther hoffentlich. Hans Günther. So, guck mal. Danja Nummer 1. Danja Nummer 1 ist das. Und was soll das jetzt aussagen? Warte. Dann habe ich hier noch den... Oh, lass mich in Ruhe, ehrlich. Lass mich in Ruhe. Ich will meine ganzen Danja Nummer Pets wiederhaben, Kahn. Ich will die alle wieder zurück. Ich will meinen goldenen Lunatiger so, wiederhaben. Ich will das Goldhorn wiederhaben. Ich will die alle wieder zurückhaben. Das ist Danja Nummer 2. Leute, ich kann euch diese Challenge auf gar keinen Fall empfehlen. Es tut nur weh. Es tut einfach nur weh und es ist schmerzhaft und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder Erdogan spielen kann. Ciao, Kakao. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Adopt Me Video. Heute gemeinsam mit Kahn und Lena. Hello. Und hello. Sorry, wir sind ein bisschen verspätet, weil wir letzte Woche bei der Gamescom waren. Eigentlich wollte ich das Livestream, aber das wäre mir ein bisschen zu krass geworden. Danja war faul. Nein, doch. Nicht nur das, aber ich hätte für das WLAN im Hotel 10 Euro zahlen müssen. Was? Jetzt habe ich 10 Euro für WLAN, ja. Was ist das denn für ein Hotel, bitte? Ja, aber wirklich, ich habe auch gedacht, das wird
nicht euer Ernst. Aber jetzt werden wir endlich die neuen Urban Eggs in Adopt Me aufmachen. Let's go! Und Leute, ganz kurz, bevor wir starten. Daniel, das Video kommt ja heute am Montag online, oder? Ja, genau. Ja, direkt, also falls es schon 15 Uhr ist, könnt ihr bei mir jetzt auch sehen, wie wir Urban Eggs aufmachen. Also nach diesem Video am besten. Also wenn ihr mit dem Video durch seid, könnt ihr direkt bei Kahn schauen, falls wir heute mal leider mal wieder keine Legendaries ziehen. Vielleicht haben wir bei Kahn ja dann ein bisschen Glück. Sag das doch noch nicht. Wir kriegen bestimmt was Nices. Also ich muss sagen, ich bin ja eh schon nicht so der übelste Stadtmensch, aber das finde ich ja schon alles sehr unschick. Wow, der Müll einfach mal hierhin verfrachtet. Ja, moin. Na gut. Also ich würde sagen, jeder, wenn ihr genug habt, holt euch gerne jeder 10. 10, sagt sie. Also von den Stadteiern. Ja, oh, dieser Adopt Me Soundtrack, der grabbt auch anders. Guck mal, wie schön die Nursery aussieht. Sieht aus wahrscheinlich so, also ein bisschen so, ich war zwar noch gar nicht in New York und San Francisco, hat aber so ein bisschen so ein Vibe. Findest du? Ich find's richtig schlimm. Oh, mir gefällt's gar nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Mülltonnen unbedingt sein müssen, so viele. Da haben sich wahrscheinlich gedacht, für den Vibe ist das wichtig, aber ich gefällt's nicht. Ja, stimmt, so auch diese Müllsäcke und so, aber sonst doch, ich find's okay, es ist in Ordnung. Es ist was Neues und das ist das, was zählt. Okay, ich habe mir schon 10 Eggs gekauft, aber... Also ich muss sagen, irgendwie finde ich die trotzdem... Sehr süß irgendwie, die Eier. Also die Eggs finde ich richtig cool. Mir gefällt nur die Nursery hier nicht. Ja, nee. Ich meine, ja klar, ich weiß, warum sie es gemacht haben, aber ja, ist nicht so mein Stil gern. Da habe ich, glaube ich, das Danger Egg mehr bevorzugt. Ja, also so rein vom Look der Nursery finde ich, jetzt ist das so das Schlechteste, was bisher kam, seit es halt... Ja, sieht so aus, als hätte man Kahn hier 24 Stunden wüten lassen. Nee, Kahn kann eigentlich richtig gut einrichten. Also Kahn hätte das schon schön gemacht, da bin ich mir sehr sicher. Ich wollte gerade sagen, beim Einrichten, also da brauche ich mir aber hier gar nichts sagen lassen. Da muss ich Kahn beipflichten, Kahn kann echt gut einrichten. Aber guck mal, Danja, guck mal. Was? Kommt mal bitte rein. Ich glaube, du musst deine Aussage wieder zurücknehmen. Guck mal. Oh, das ist ja cool. Also auch wenn es nicht... Ah, hier, aber jetzt, hier geht es nicht weiter. Doch, du kannst hier hin. Oh, guck mal hier. Das ist eigentlich ganz funny. Also diesmal kann man so ein bisschen hier rein... und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ja, das ist ganz lustig. Also zwar, natürlich sind hier auch wieder so unsichtbare Wände, aber ich finde, das haben sie schon sehr, sehr cool gemacht. Ja, das ist echt eine coole Idee. Da gebe ich dir absolut recht, Kahn. Ja. Das ist eine sehr, sehr nice Idee. Okay, so. Aber wollen wir dann mal endlich auspacken? Ja, du hast uns doch aufgehalten. Ja, aber ich wollte es ja nur zeigen. Das ist ein cooles Secret in Anführungszeichen. Auf jeden Fall. Dass man da jetzt rein kann. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Immer gleichzeitig oder? Also ich habe angefangen. Ich wollte das erste aufmachen. Jetzt kann Lena und dann Kahn. Oh, der ist aber cool. Okay. Ein Mungo kenne ich gar nicht. Sieht aus wie ein Marder halt. Also, wir werden insgesamt 30 Eggs heute öffnen. Also, das muss schon... Ja, und bei dir ja dann auch noch mal welche. Okay, Lena. Okay, ja, ich hab ihn auch. Bei mir machen wir gleich auch noch mal 20 auf. Hallo, Kleiner. Das sind jetzt insgesamt 50 heute. Da wird doch wohl irgendwo mal ein Legendary drin sein, oder? Wenn jetzt Kahn dasselbe kriegt. Nein, oh, du hast ein Täuschen. Eine Taube. Oh, die ist voll süß. Guck mal, die sieht richtig schön aus. Ich liebe Tauben. Eine Felsentaube. Also ich habe auch nichts gegen die. Ich will mal in der Stadt da auspacken, also in dem City-Bereich. Mal gucken, ob mir das Glück bringt. Okay, Leute, direkt hier über dem Gullideckel. Also sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Komm schon. Wow, ist das eine Kakerlake? Oh. Ja, jo, das ist die Kakerlake. Hallo, Kahn. Das geht ja richtig gut los bei uns. Ich hab damit überhaupt kein Problem. Ich finde, die sieht sehr süß aus. Aber sie ist auch süß. Sie sieht wirklich süß aus. Ja, komm, ich mache hier an der Wand direkt, dann wird's schön. Da dann. Hau raus, Lena. Was ist drin? Drückt mir bitte mal jetzt die Däumchen, please. Oh, cool. Aber ein indischer Leopard. Ein indischer Leopard. Hallo. Was macht der denn in der Stadt? Ich habe keine Ahnung, aber mir gefällt's. Der sieht aber richtig cool aus. Der sieht aus, als hätte der hier fast einen Schnurrbart, so von vorne. Oh, wie süß. Und? Oh, auch eine Kakerlake. No. Eine Kakerlaki. Okay. Aber ich finde die aber süß. Aber der meiner ist zumindest selten. Ja, ich werde jetzt mal hier nach oben springen auf den Müll. Darf ich vielleicht als erstes auspacken? Warum? Weil ich habe das Gefühl, das bringt mir ein bisschen mehr Glück. Na dann pack aus, Kahn, wenn du meinst. Also mir hat zuerst auspacken nicht so viel Glück gebracht. Doch, ich sag jetzt kommt zumindest extrem selten. Hier an der Wand bringt es anscheinend Glück. Ha, ja. Oh, okay. Ja. Es ist wieder eine Felsentaube. Okay. Dann komm, dann ja. So, dann pack
packe ich mal aus. Oh, cool. Ich habe eine Möwe. Eine Möwe. Die Möwe. Die ist auch voll groß. Die ist extrem selten. Die ist auch groß. Die ist extrem selten. Ja, die ist richtig groß. Nice. Okay, also immerhin. Das ist, es geht schon in die richtige Richtung hier. Mhm. Legendary, please. Oho. Oh, die sieht aber süß aus. Also dafür, dass es so eine Fliege ist, für die sieht die ganz schön cute aus, oder nicht? Ey, guck mal den Rüssel. Der sieht schon nicht schlecht aus. Geklaut. Hallo? Hallo? Gib mir meine Schmeißfliege zurück. So, Karl, willst du wieder? Ja, kann ich. Komm, ich brauche jetzt hier was. Ich brauche was Episches. Es schlüpft in meinem Arm. Das kann ja nur gut werden. Ja, danke, oh, Danja. Kannst du mal damit aufhören, bitte? Hey, ihr müsst hier an die Wand. Ihr müsst hier an die Wand. Bis jetzt habe ich immer was Neues gezogen. Die ist, also immerhin war die Möwe extrem selten, Kahn. Das musst du mir ja jetzt schon mal lassen. Ja, so, okay. Ich gehe jetzt hier mal an den höchsten Punkt, den es gibt. Am höchsten Punkt, den es gibt, muss ja jetzt eigentlich ja schon mal ein Drache rauskommen, finde ich. Eine Kakerlake. Noch eine Kakerlaki. Also bald könnt ihr eure Neon-Pets daraus machen, habe ich so einen Eindruck. Kahn, du warst ja schon mit deiner Möwe, das heißt, it's my turn. Kommt schon, Wand, bring mir Glück. Ja, 9. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir nach dem Drachen fragen, kriegen wir eine Kakerlake. Okay, ja gut, ich hatte sie aber noch nicht. Na gut. Okay, Kahn? Ja, warte, ich bin ein bisschen krank, ich muss mich aber kurz gesund machen. Ach so. Kann ich hier ins Auto rein? Aber ich kann mich da draufstellen. Also ich bin gerade im Krankenhaus, aber ich habe das Gefühl, hier jetzt etwas auszubrüten, das ist genau die richtige Idee. Ja, meine dritte Felsentaube. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist okay. Du kriegst halt echt viele Täubchen. Ja, also die ist auf jeden Fall süß, aber ist halt auch nur ungewöhnlich. Ja, baut sich schon seine Taubenarmee zusammen. Also ich muss sagen, ich finde das Stadtei richtig cute. Also ich finde es wirklich cute. Mir gefällt nur innen drin die Gestaltung einfach nicht so richtig. Hätte man ein bisschen besser machen können, das stimmt. So, bin ich wieder dran eigentlich? Ja. Ich möchte wieder als letztes aufmachen. Ich habe das Gefühl, das bringt mir gar kein Glück gerade. Oh, ich hab einen Zwergpudel. Der ist selten immerhin. Sieht auch ganz lustig aus. Also der sieht aus, als hätte der einen schlechten Friseurbesuch gehabt. Hier vorne so ganz... ein bisschen abgehakt. Also hat er einen Top aufbekommen. Oh, nicht genügend Guthaben? Was? Och, Lena. Okay, in der Zwischenzeit mache ich vielleicht eins auf. Ach. Oh, ich habe auch einen indischen Leopard. Und der ist selten. Oh, jetzt bin ich nicht mehr die Einzige. Schade. Ich wollte doch einzigartig sein. Der ist auch voll süß. Also ich mag ja so generell, Raubkatzen sind ja auch so meins. Also Raubkatzen und Drachen. Let's go. Legendary. Mensch, Kahn! Was denn? Die Möwe. Hey, Möwe ist doch gut. Ja, die ist auch gut, aber jetzt haben wir alles schon eine Möwe. Legendary will ich jetzt haben. Jetzt reicht's. Also es gibt insgesamt 12 neue Pets und ich habe bisher 4. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe schon wieder den Pudel. Es ist doch echt alles ganz schön dünn. Oh, die sieht aber voll süß aus. Ja, der sieht auch süß aus, aber ich will trotzdem jetzt noch mal das Legendary auspacken. Sie haben hier 30 Ex in diesem Video und bisher hat noch keiner Legendary Deck. Das kann nicht sein. Oh! Oh, das sieht aber auch lustig aus. Eulenschwalbe. Was ist das? Was okay, ist das? Die ist das sieht ungewöhnlich, cool aus. Aber die sieht voll schön aus. Finde ich auch. Ja, das ist okay. Also ich habe bis jetzt keine Duplette. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Also ich habe auf jeden Fall dreimal die Felsentaube. Und sonst alles Leute, einzeln. Leute, drückt mir jetzt mal beide die Daumen. Oh, nö. Doch. Nö. Jetzt pack aus. Ich bin dabei. Jetzt was Neues wieder. Oh, ein Kätzchen. Eine Streunerin. Oh nein. Oh, Baby. Kahn, du bist doch hier der Vater der Drachen. Kannst du hier mal bitte mein Eck in die Hand nehmen? Nö, ganz während bestimmt. Während ich das auspacke? Nö, nö. Danja. Nö. Damit du den Drachen bekommst? Ganz bestimmt nicht. Danja, guck mal. Guck mal, das Schwänzchen. Ja, ich hab schon gesehen, es ist ein Verletztes. Oh. Auch am Ohr hat so viel ein Stück. Ja, das ist voll süß. Oha, ein Ziegenbock. Der ist doch Legendary! Der ist Legendary! Du hast Legendary! Legendary! Der ist Legendary! Endlich mal eins! Jetzt will ich auch eins! Ich hab's erst voll nicht gerafft, aber ja, geilo! Yes! Hat geklappt! Hat geklappt! Es fehlt nur noch der Drache bei mir dann mit dem Legendary und dann habe ich beide Legendaries, freue ich mich. Finde ich jetzt nicht okay. So toll. Nein! Oh, ich glaube, ich nehme dich jetzt einfach und bleib danach immer draußen. Egal, ob Legendary kommt.
pretty. So, Kahn, machst du? Ja. Noch 4 Eier. 4-mal die Chance, einen Drachen zu kriegen. Es ist der Zwergpudel. Den habe ich aber auch noch nicht. Ja, aber der ist auch nur selten. Es kann doch nicht sein, dass du jetzt schon einen Legendary hast, Mann. Was heißt schon? Das stört mich voll. Komm, komm, komm. Komm zu Mama. Komm zu Mama. Komm zu Mama. Meine erste Dublette, ich glaub's ja nicht. Ich möchte nicht darüber reden. Was hast du? Eine Kakerlake. Ich nehme meine Katze wieder. Oh, ja, ich finde die Kakerlaken auch echt nicht so nice. Also ich verstehe schon, die gehören natürlich rein in so ein Eck, aber... Doch, also ich finde die ganz süß. Ja, das ist okay. Mir gefallen sie nicht so gut. Ja, aber jetzt möchte ich natürlich den Drachen haben, komm. Alles andere ist jetzt so. Bin ich schon wieder dran? Ich glaube, ja. Ja. Okay, ich bin jetzt hier im Wasser mit meinem Eggy-Egg. Kann ja nur gut gehen. Gucken wir mal, was da jetzt rauskommt. Ein Wasserdrache, komm. Nein, es ist der Pudel-Pudel again. Ohne der Witz, Pizza-Pudel. Es tut mir leid, ich habe irgendwie gerade gedacht, es wäre ein Toast. Ein okay. Toast? Ja, ich dachte, was kommt denn jetzt da raus? Ich habe nur den Kopf so halb gesehen und die Farbe. Ich so, hä? Ist das ein Toast? Scheiße, es ist ein Toast. Es ist ein Toast, Leute. Ja, es ist ein Toast. Einmal okay, geil. Lena, du bist dran, glaube ich, dran. Oder ist Kahn dran? Nee, ach so, Entschuldigung. Ist ja, keine Ahnung, du hast irgendwann mal die Reihenfolge geändert und seitdem habe ich keine Ahnung mehr, was los ist. Und es ist wieder die Eulenschwalbe. Aber die finde ich ganz cute. Ja, die sieht süß aus, das stimmt. Sonnenhütchen. So, komm, Ei. Ich weiß, in dir steckt ein Drache. Du hast die gewaltige Kraft eines Drachens. Ich möchte den Drachen. Zeige dich. Zeige dich. Naja. Fast. Ja, also irgendwie, also nicht ganz, nicht ganz. Okay, ich habe noch 2 Eggs, Leute. Noch 2. Ich habe 7 verschiedene. Aus wie viel sagst du? Aus 12? Ey, Mann, ich kann ja nicht mehr rein. Okay, jetzt habe ich die Schmeißfliege. Aber die hatte ich gerade noch nicht. Deshalb, ich schau mal, welche mir noch fehlen. So, dann kann die nächste Person schon mal auspacken, während ich mal gucke kurz. Ja, das wäre Kahn. Kahn darf. Das ist mein letztes für heute. Dein letztes schon? Ja, das ist mein 10. Ich habe noch 2. Ja, dann mach du doch erst. Irgendwie müssen wir uns übersprungen haben. Na gut, dann bin ich. Ja, kann sein. Komm, 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 please. Was? Es gab mal ein Frosteinhorn dieses Jahr? Uhuhuhuhu. Alter, das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Oh no. Tja, also ich habe zumindest keine Dublette, aber leider auch keinen Drache, auch wenn es fliegen kann. Es ist die Eule. Hm, okay. Oh, das ist aber cool. So, ich mache für heute bei Danja, wie gesagt, das letzte Ei auf. Mhm. Es ist, ja, zumindest etwas Neues. Es ist der Mungo. Ah, den hattest du auch noch nicht. Ja, hatte ich also schon. Also ich glaube, wir zusammen haben schon fast alle Pets, außer den Schwarzmilan, den hat von uns noch keiner, und den Wasserspeier. Das sind die Sachen, die noch fehlen. Mal schauen, ob ich jetzt in meinem allerletzten Pet für heute, zumindest in diesem Video, bei Kahn packen wir ja noch ein paar mehr aus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht ganz, aber den habe ich noch nicht, den indischen Leopard. Also ist in Ordnung. Ich nehme ihn natürlich trotzdem sehr gerne. Aber ich hätte jetzt natürlich auch gerne noch das andere Pet genommen, bin ich ehrlich. Kahn, möchtest du einen als nächstes oder willst du ich der Ich habe schon alle 10, habe ich doch gerade schon gesagt. Ach so, Entschuldigung. Du bist die Letzte, dann Lena. Du bist die Letzte. Come on, please. Oh, wenn du jetzt diesen Drachen bekommst. So viel Money ausgegeben. Kann doch nicht wahr sein. Komm jetzt. Ich will nicht mehr. Oh, ist doch okay. Gerade mit dem Kopf steckte der so in der Brücke fest. Also, heute kam ein Legendary. Ich glaube, wir haben alle die extrem seltene Möwe bekommen. Mhm. Und ansonsten haben wir, glaube ich, schon relativ viele Pets. Es fehlen nur noch ein paar. Aber vielleicht packen wir die ja jetzt gleich bei Kahn im Video noch aus. Also schaut auf jeden Fall auch vorbei. Da könnt ihr natürlich auch direkt vorbeischauen. Aber vergesst nicht vor, hier zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und dann bleibt uns für heute nichts anderes zu sagen, als wie gefällt euch das Egg und ciao, Kakao. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Adopt Me Video. Heute mit Lena, Kahn und hallo und Leute, noch. Ja, schön, ich bin dass ihr da seid. Ich weiß, ihr freut euch und wir haben heute was ganz Tolles vor. Und zwar werden wir das Spiel verlassen. Warum willst du denn das Spiel verlassen? Ich dachte, ich mag du magst Adopt Me. Ich mag die anderen drei nicht, die gerade im Spiel sind. Wow. Wie gemein.
Unsere Pets schlafen einfach mal an. Wie süß. Ja. Guckt euch mal bitte Danias wunderschönen Wasserspeier an. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der ist wirklich niedlich. Das schon höre ich. Der ist wirklich sehr, sehr niedlich. Und wir werden heute mal wieder ein paar Adopt-Me-Eggs öffnen. Denn Lena, du hast zwar schon einmal mit uns Eggs geöffnet, aber Tom noch nicht. Nein. Und vielleicht hat Tom ja heute ein bisschen Glück und bekommt auch so einen coolen Wasserspeier. Und dann kann Kahn sich ganz sehr darüber freuen. Aber vor allem möchte ich heute für Claudio Adopt Me Eggs öffnen. Das bedeutet, jeder von uns muss heute die Hälfte seiner Pets, die er öffnet, an Claudio abgeben. Das kannst du doch nicht bestimmen. Weil der wurde nämlich gescammt. Ja, der wurde nämlich gescammt. Boah, was bist du eigentlich für ein Freund? Was soll das denn heißen? Also ich bin mir sicher, Claudio hätte uns direkt Pets zurückgegeben, wenn wir gescammt. Das muss er auch. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir heute mal eine Freundschaftsaktion für Claudio. Ja, du bist also wirklich sehr freundlich, Karl, muss man sagen. Wie immer. Ich hole extra hier den Drachen raus. Der soll ein bisschen Glück bringen für Claudio. Dann schauen wir mal, ob der Glück bringt. Also ich habe ja viel Hoffnung. Ich habe ja wirklich viel Hoffnung. Aber mal sehen. Wie viele Eggs sollen wir uns holen? Wenn du genug hast für 10, dann hol dir 10. Ja, okay. Ich versuch's. Oh, ich habe eine Möwe. Schon wieder extrem selten. Davon habe ich jetzt schon 3. Aber ich habe das Gefühl, die Möwe kriegen wir richtig oft. Claudio wird davon die Hälfte bekommen, also die Hälfte von dem, was ich hier auspacke, bekommt dann Claudio. Ja, also ich habe mir jetzt 6 Stück gekauft und 3 Stück bekommt jetzt Claudio davon. Mal sehen. Und wenn ich ein Legendary bekomme heute, dann bekommt eins davon Kahn, weil er so am Jammern ist. Okay. Ja, ich will's nicht. Dann nimm es halt nicht. Alter, du bist ja heute schon wieder richtig eklig unterwegs. Dann kriegt das ein Claudio. Doch, bist du wohl. Okay, ich glaube, es müsste geklappt haben mit 10. So, ich bin wieder arm. Sehr gut. Ich packe jetzt mal mein erstes Eck aus. Ich gehe wieder hier wieder an die und Wand. Ich bin krank. Das hat immer sehr viel Glück gemacht. Oh, der Schwarzmilan! Let's go. Und ich glaube, damit habe ich jetzt tatsächlich alle Pets aus dem Update. Ja, aber das kannst du ja schon direkt okay, so schnell ging Claudio das. Geben. Let's go. Let's go. Guck mal. Ein Toy. Oha, Kahns Lieblingspet. Die Felsentaube, davon hast du nämlich noch gar keine. Ich finde die eigentlich ganz süß. Ich glaube, gefühlt kann sich Kahn schon trainieren. Aber sie passt farblich gut zu deinem Outfit, Tom. Ja, oder? Habe ich gut abgestimmt. Weiß ich jetzt nicht. Wer soll als nächstes, Kahn oder ich? Du, Lena. Ja. Die Kakerlake. Wow. Okay, dann mache ich was wieder. Denn mir? Oder willst du mal Kahn? Ja, du hast ja vorhin schon ausgepackt, oder ja, nicht? Okay. Du hast doch als erstes ausgepackt. Okay. Auch ein Täubchen. Auch ein Täubchen. Auch ein Täubchen. Okay, okay. Der Kahnfluch liegt auf uns. Jetzt kommt ja, ich merke das schon. Bin ich jetzt wieder dran? Pack mal aus. Ja, dann wollen wir mal. Let's go! Und? Ja, es ist die Eulenschwalbe. Also es ist ein sehr fluglastiges Update, muss ich sagen. Stimmt. Viele Vögel sind hier dabei. Okay, dann Tom. So, als nächstes ist Tom dran. So, was ist denn hier los? Ja, moin. Oh, Tom, schade. Ich hab ja gesagt, es ist der Kahnfluch. Claudio wird sich richtig freuen, wenn ich ihm 5-mal die Felsentaube gebe. Ach doch, der freut sich, wenn du sie ihm 4-mal gibst, dann kann er die nämlich Neon machen. Stimmt. Ja, komm, okay, dann ist egal, dann kann jetzt auch nochmal ein Täubchen hier raus. So. Oder auch was anderes. Ich meine, ich nehme alles an. Oh, ja, guck mal. Oh, der Mungo. Ja, Leute, das wisst ihr vielleicht nicht, aber Claudio hat uns nämlich, als das Update neu rauskam, der hat sich irgendwie 100 von den Eggs gekauft mit seinem im Game erspielten Geld. Also mit den Bugs hier, die er durchs Spielen bekommen hat. Und hat uns gesagt, ihr braucht euch keine kaufen, ihr bekommt von mir alle. Aber jetzt sind die ja alle weggescammt und dann dachte ich mir, tun wir ihm mal einen Gefallen. Okay, ich habe einen Pudel, ich habe quasi Claudio gezogen. Ich brauche jetzt mal hier was. Ich brauche episch. Epic. Und es ist wieder eine Eulenschwalbe. Ja, das war nicht ganz episch. Die Eulenschwalbe. Ich krieg zu viel. So. Aber da wird sich Claudio sehr freuen. Komm, über die Vögelchen, da freut er sich. Gesagt, dass er sie bekommt. Let's go. Felsentaube, Episode 3. Ja, ist okay. Komm, Tom. Jetzt. Yay, oh, eine Kakerlake.
Let's go. Also, mir fehlen nur noch drei Pets. Dann ist bei mir auch vollständig. Davon sind zwei Legendary bei dir, oder? Komm, irgendwas Neues. Etwas Cooles. Ja, okay. Die Eulenschwalbe. Upsi-Daisy. Bin ich wieder dran? Ja, ne? Ja. Ja. Bisher sind wir ja nicht so von Erfolg gekrönt hier. Nee, aber es ist auch echt, also ich hatte, also ich muss sagen, ich hatte viel zu viel Glück schon. Ja, auf jeden Fall hattest du zu deshalb, viel Glück. Ja. Dass Felsentaube. Ich jetzt, die Felsentaube. Aber Claudio liebt ja auch Vögel. Also Claudio ist der allergrößte Fan von so Wellensittichen und so. Und Papageien und alles. Also alles, was irgendwie Vogeltiere sind, ist Claudio Riesenfan von. Deshalb bin ich sehr Oh, let's go. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es ist legendary. Glückwunsch, und Kat. Und wisst ihr was, Leute? Dieses Pet, das wird an Claudio gehen. Oh. Ja, könnt ihr mal sehen. Das ist ja nett. Ja, da wird sich Claudio freuen. Komm, Tom, du jetzt auch. Legendary. Ja. Komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, Tom. Vor allem ist die Felsentaube halt die dritte. Auch nicht das. Woo. Come on. Please. Oh. Also der, der Schwanz. Oh, nice. Ziegenbock, cool. So weiterentwickelt, sieht sehr, sehr gut aus. Der Schwarzmila. So, ich brüte mal mein Egg aus. Der ist für dich, Claudio. Nur für dich gezogen. Oh, hier der Mungo wieder. Also, Leute, nochmal, da Claudio ja gescampt wurde, passt auf eure Accounts auf. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und am besten interagiert, ich weiß, das ist bei Roblox ein bisschen schwierig, aber am besten interagiert ihr nur mit Leuten, die ihr auch kennt. So, das ist schon die dritte Eulenschwalbe heute. Also bei Tom und mir ist heute Felsentaube ganz hoch im Kurs. Felsentaube, Felsentaube. Schwarzmilan, let's go. Schwarzmilan. Sehr gut. Extrem selten. Sehr gut. Come on. Whee, sehr schön. Da geht noch mehr. Kahn muss erstmal die Hydra auspacken. Hallo, ich bin Kahn und ich war hier schon beim Mythic Egg Update. Ich wusste gar nicht, ist dass ja so mal viele schön. Oh, von diesen hey, hallo. Pets. Oh ja, der Geisterwolf ist von mir, Mann. Ja, jetzt will er hier flexen. Oh. Aber hier ist so schön, hier ist so schön. Du bist aber. Achso, Kahn, du hast kein Egg mehr, ne? Doch. Achso, dann mach mal weiter. Ich hab noch zwei. Then keep on going, please. Oh yes, etwas Neues. Nö, hab ich schon. Zumindest für Claudio. Aber für Claudio. Okay. Davon habe ich jetzt fünf. Der indische Leopard. Ja, dann kannst du dem da auf jeden Fall etwas. Der ist doch süß, den schnapp ich mir. Sofortige Luke und los. So, mal gucken, was rauskommt. Ich hab's in der Hand. Okay. Felsentaube. Nee, Entschuldigung. Ich hab dir diesen Mungo ausgebrütet. Hier hast du ihn zurück. And it is. Oh, auch ein Leopard. Doch ein Leopard. Ich glaube, der sieht ganz cool aus in Neon. Ich hab. Also yes, auch den Leopard. Hä? Also irgendwie, das ist ja alles ein bisschen fishy, oh, muss ich let's sagen. Go. Oh, die Schmeißfliege. Ich finde, die ist richtig cute. Die hab ich noch nicht. Die ist richtig cute. Die Riesenaugen. Dann fehlt dir, glaube ich, nur noch der Wasserspeier, ne? Komm schon. Eule. Die Eulenschwalbe. Aber ich habe sie wenigstens noch nicht. Eulenschwalbe. Die Eulenschwalbe. Okay, Lena. Der holt sich, glaube ich, neue Ex. Ja, ich habe noch ein paar geholt. Ah, komm. Na? It's your time to Legendary shine. Legendary time, please. Please. Okay. Nicht ganz. Wuff, wuff. Aber den hatte ich auch noch nicht, tatsächlich. Ja. Jetzt schlüpft er auch mal. Dein Zwergbrudel. Der Zwergbrudel, ich finde, er hat echt eine wilde Friese. Der hat echt eine ziemlich, ziemlich wilde Friese, dieser Hund. So, ich packe jetzt mal wieder aus. Das kann doch ja alles wohl nicht wahr sein. Komm schon, wir brauchen gute Pets für Claudio. Aber Kahn, ich weiß, glaube ich, ganz genau, wer die Frisur vom Zwergbrudel gemacht hat. Ja, ich glaube, ich weiß auch. Dieser TikTok-Friseur. Ich weiß es auch, ja. Safe. So, und. Und? Es ist wieder die Kakerlake. Kakerlake. So, ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe bisher 7 Eier geöffnet und habe da nur daraus 4 Pets gekriegt. Das geht eigentlich, oder? Ja, das ist okay. Mhm. Wasserspeier, ich call's. Ja. Ja, fast. Fast. Ist fast der Wasserspeier geworden. Der sieht halt auch echt cool aus, der Wasserspeier, muss man mal so sagen. Schon fancy. Na, vielleicht kommt er jetzt bei mir. Eine Möwe. Nee, das ist aber auch extrem. Möwe. Ich habe auch kurz gedacht, ja, auch kurz gedacht.
Möwi. Möwi. Ja, ich packe irgendwie immer das aus, was die Person vor mir ausgepackt hat. Warum auch immer. Brauche ich einen Wasserspeier. Also irgendwie, ey Leute. Stark. Also, Mann! Adopt me. Das ist ja eine Charity-Aktion für Claudio. Was soll denn das? Gönnt uns aber auch gar nichts. Noch. Komm schon. Oh, natürlich. Ach Mann. Oh Mann, ey. Also ich sehe da bei Claudio ganz klar die Mega-Neon-Felsentaube. Komm schon. Why? Ich meine, du bist süß, aber why? So, letztes Eck. Hat einer von uns ein Legendary? Ja oder nein? Nö. Dünne bei mir, ganz dünne. Nö. Auch nicht. Nö. Aber den habe ich wenigstens noch nicht. Also mir kann doch keiner sagen, dass das irgendwie alles nicht miteinander zusammenhängt. Das kann doch nicht sein. Komm jetzt. Nö. Oh. Schade. Also, das war heute. Also Khan hat ein Legendary gezogen. Mhm. Immerhin. Ja. Immerhin eins. Aber ansonsten sah das heute ziemlich, ziemlich dünner aus bei uns. Aber ja, wir werden die Pets natürlich noch an den lieben Claudio abgeben. Und das seht ihr jetzt seine Reaktion. So, Leute, wir sind jetzt hier mit Claudio, dem armen, gescammten Claudio. Und ja, wir haben heute was gemacht, Claudio, eine kleine Überraschung. Wir haben heute Ex ausgepackt. Oh. Und du bekommst von uns die Hälfte der Pets, die wir ausgepackt haben. Was? Die Hälfte der Pets von euch? Ja, ja, also ich war nicht dafür, Claudio, nur zur Info. Ich wollte das nicht. Also ich fange mal an. Kannst du sagen, das da, was du hast? Ich würde sagen, Karl macht als letztes. Ich fange mal an. Schade. Ich weiß ja gar Claudio nicht mehr. Also, wir nehmen das jetzt ein paar, also so ein, zwei, ich würde mal sagen, eine Stunde danach auf, weil Claudio noch nicht konnte. Ich weiß gar nicht mehr, welche Pets ich alle bekommen habe. Ach, so ist das, ja, Karl. So in etwa noch, weiß ja, ich es, glaube ich, noch. Ja, ich guck mal. Dann gibt doch einfach ein paar hübsche Pets ab. Ja, ein, zwei oder mehr könnt ihr geben, so, das ist kein Problem. Ich weiß nicht mehr, welche ich gezogen habe. Ich gebe Claudia einfach meine seltensten. Ist also ich glaube, ich hatte den Otter, Maus, Stechmücke und ich glaube den Hund. Danja, bist du jetzt mal so weit? Was brauchst du denn so lange? Danja, zweimal Renés Cousin gezogen, wie cool. Das bist du, Claudio. Nein, das ist Renés Cousin, das ist ein Zwergpudel. Renés Cousin. Ja, ich glaube. Claudio, du kannst tun, was du willst. Du behältst diesen Ruf, damit das klar ist. Und das ist auch nur wegen euch. Ich weiß, aber du ein bisschen hast du es aber auch verdient. Boah, ihr habt einen Schwarzmilan und eine Möwe gezogen. Die beiden habe ich nicht gehabt. Okay, Schwarzmilan habe ich nicht mehr. Ach, Mann. Ach, Claudio. Aber das ist so süß von euch. Also, er hat mir das ja am Wochenende geschickt, wo es passiert ist. Und es tut mir auch wirklich leid, Claudio, dass das aber genau bei Adopt Me passiert. Bei dem Spiel, wo du immer am rumflexen bist. Ja, dafür kann ich doch nichts. Ja, dafür kannst du wirklich nichts. Aber es ist trotzdem halt schon so ein bisschen, also ein bisschen lachen kann man schon darüber. Auch wenn es eigentlich sehr traurig ist. Ja, jetzt im Nachhinein kann ein bisschen darüber lachen, komm. Ja, man muss ein bisschen darüber lachen. Ja, komm, kann man schon. Boah, warum habt ihr so seltene Pets? Hier, Tom läuft mit dem Ellicon einfach rum. Okay, habt ihr jetzt schon? Ja, hart erarbeitet. Ich glaube, Danja hat, ne? Ja, ich von Danja hab ich ja. Ja, los jetzt. Und das sind ziemlich, ja, vielen Dank, Danja. Elena, mich zu als nächstes? Ja, wenn Claudio mal stillhält, dann kann ich ihn, ja. Oh, du handelst nur mit Freunden? Ups, ja. Ja, bestimmt. Schwierig. was denn, Khan? Ja, er handelt nur mit Freunden, alles klar. You need a trading license to trade ultra rare or legendary. Stark, Lena. Ich kann die seltensten und die legendaries gar nicht traden. Ja, ich will aber du kannst doch auch andere traden dann einfach. Ja, aber ich hätte ihm jetzt auch nochmal den Schwarzmilan. Den habe ich ja auch für Claudio gezogen. Ja, aber den hat er doch jetzt schon. Den habe ich doch. Danke. Ich habe den Leoparden, den krieg ich wieder. Hier habe ich auch noch welche. Gib dir einfach mal ein paar, ja? Ja, danke. Komm. Zebra sogar. Ja, ich bin so überwältigt. Hä, warum Zebra? Das ist doch gar nicht aus dem. Oh, du sollst aus dem Urban Ist doch Egg. Egal. Oh, sie gibt mir eine Gelblippen-Seeschlange. Ich habe den doppelt. Komm. Ich glaube. Lena, also mit Lena möchte ich öfter Videos drehen. Also, nein, ja. Komm. Danke, Lena. Ja. Kriegst du von mir. Boah, der hat mir einfach Tiere geschenkt, die ich noch nie gesehen habe. Ich sag schon Tiere, ich meine Pets natürlich. Nein, kriegst du.
Bitteschön. Also von mir kriegst du jetzt nicht so selten, ne? Das egal, Pets sind Pets. Also ich nehm jedes Pet an. Kahn. Was? Warum musst du es angeben? Der Claudio handelt nur mit Freunden. Okay, warte, dann schicke ich dir einen. Ups, sorry. Kahn, wo hast du den Laberdrachen damit? Oh, mal ohne Joke, der ist ja mal richtig Hammer. Ja, der Laberdrache, ne, ist richtig Hammer. Kahn, ich muss den irgendwie gewinnen in einer Challenge. Günther. So. Kahn, ich brauche eine Challenge. Ich habe leider nichts Gutes gezogen. Ja, nö, das ist doch vollkommen ausreichend. Ja, also, von 10 Eiern viermal die Felsentaube. Ja, und ich kann aus der Felsentaube einen Neon machen. Ich bin schon noch dran, ja, tatsächlich, muss ich sagen. Hä, wie cool ist der Laberdrache? Ja, sag ich, Kahn, wie viel hast du davon? Oh. Bitteschön. Nur einen, ich habe leider, nur einen. Okay, so, jetzt bin ich noch dran zum Abschluss. Guck mal, jetzt sogar noch Purple. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich alles gezogen habe, aber du kriegst was aus dem Urban Egg von mir. Guck mal, du kriegst auch was zurück, Kahn, hier. Nö, möchte ich nicht. Warum nicht? Warum? Ich habe nur ein gebrochenes Ei, mehr kann ich dir auch nicht geben, sei doch dankbar. Mein Inventar füllt sich wieder, ich freue mich. Eine Sache habe ich dann noch für dich, Claudio. Ja, jetzt bin ich gespannt. Guck mal, Claudio. Ja? Oh, wow, du hast den Ziegenbock. Ja, den kriegst du von mir. Nein, ernsthaft? Ja, siehst du doch gerade. Ja, naja, bei dir weiß man nicht. Man muss bis auf die letzte Sekunde warten, lieber. Heißt dich Claudio? Nee, Kahn. Lena hat meinen Eismottendrache entführt. Siehst du? Ja, tschüss. Okay, Gib das letzte Geschenk, was eine du geben Sache. Möchtest. Jetzt bin ich gespannt, was es ist. Also, es ist eine Sache, bei der ich finde, ohne diese Sache kann ich dich hier heute nicht rausgehen lassen. Ja, meine königliche Kutsche! Oh mein Gott, wie cool ist die denn? Selbst die wurde mir geklaut, Mann! Ja, ich weiß, das hast du ja in deinem Video gesagt. Ich war so, nein! Kann doch keiner machen, Claudius königliche Kutsche klauen. Okay, Leute, danke für die Pets, tschüss! Das sieht er, der Claudio. Ja, hat sich doch gelohnt. Das zieht er davon, in seiner königlichen Kutsche. Ja, Leute, also da haben wir ihm, glaube ich, hoffentlich ein bisschen eine Freude gemacht. Und bitte scammt keine Leute, passt auf eure Accounts auf, lasst euch bitte nicht scammen. Interagiert nur mit Leuten, die ihr kennt. Und passt einfach drauf auf, passt wirklich drauf auf. Geht immer vom Schlimmsten aus in diesem Spiel. Und damit bleibt uns für heute nichts anderes zu sagen als ciao, Kakao. Tschö. Tschö. Bye, bye. Tschüss. Dankeschön. Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zu dieser neuen Trading Challenge. Gemeinsam mit Lena, Tom und Kahn. Schön, dass ihr da seid. Heute wird's ein bisschen sad, mal wieder vielleicht eventuell. Denn Kahn und ich haben das schon mal gemacht. Wir müssen heute blind Adopt Me Pets traden. Also letztes Mal ist es nicht so gut für Kahn ausgegangen. Wir haben auch gestern eine Trading-Challenge bei Kahn auf dem Kanal. Könnt ihr gerade bei Tom sehen, der Verräter, der Imposter. Guck mal, Kahn. Das ist echt ziemlich wild zugegangen. Schauen wir mal, wie es heute ausgeht. Ich würde sagen, da Tom und Kahn sich gerade schon so wild hin und her jagen, können die beiden schon mal anfangen. Also ihr öffnet im Prinzip das Trading-Fenster und dann könnt ihr hoch und runter scrollen im Trading-Fenster und irgendwann stoppen. Tom, du musst kurz den Drachen auch beiseite packen. Ich bin mal gespannt, so, was bei den beiden jetzt rumkommt. Einfach nach unten und oben. Ja genau, du kannst natürlich mit der Maus auch ein Stück nach rechts und links so, ne? Ja, Tom, blöd bin ich auch nicht. Weißt du, was Tom gerade gemacht hat? Was denn? Sag's mir. Der hat einfach komplett nach unten gescrollt und einfach das Letzte da wahrscheinlich genommen. Nein, habe ich nicht. Ja, du hast aber nur nach unten gescrollt. Nein. Doch? Nein, ich habe nach unten, nach oben, nach unten, nach oben und dann links, rechts. Ja, aber was willst du mir denn hier erzählen mit deinem... Erstmal eins, wir machen das immer reihum. Ja. Kahn hat auf jeden Fall nicht nach unten gescrollt hier. Der hat mir was richtig Krasses gegeben. Ja gut, also das ist ja... okay, Lena, jetzt machen wir mal. Ich habe eine Maus von dir bekommen, die ist genauso schlecht, okay? Ja, ich weiß, aber warum beschwerst du dich denn? Also, sei mal ganz ruhig. Dass mir noch genauso was Schlechtes geht. Ich beschwere mich ja nicht. Okay, Lena, Äuglein zu und los geht's. Also ich hatte in die Kamera geschaut, aber das gilt ja als Blind Challenge wahrscheinlich. Also ich habe nicht auf den Bildschirm geschaut. Oh! Nein! Oh, ich hab da noch ein inner Dinges, aber ja, ich seh's. Oh, ich bin so glücklich. Nein! Sag ja, du musst es hier in Straight-Dings reinschmeißen. Ja, sorry. Sag jetzt nicht wieder Goldhorn. Nein, ist nicht das Goldhorn. Okay, es ist ein Einhorn.
Das wäre lustig Nein, gewesen. Nein, das ist auch nicht. Das ist ein Pet, das will ich nur ganz ungern abgeben. Ich glaube, davon habe ich auch nur eins. Hallo, Kleiner. Okay. Oh, verdammt, ja. Von der habe ich, glaube ich, nur eine gehabt. Die sind richtig niedlich gewesen. Okay. Oh, die ist aber wirklich süß. Danja, sollen wir? Ja, let's go. Komm, Tom, dann machen wir gleich danach. Mhm. Okay, Khan, let's go, würde ich sagen. Oh, es kann nicht wahr sein. Oh! Nein, nicht die Puddingkatze! Let's go! Nicht die Puddingkatze! Nein, 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 nein! Oh, nee! Hey, du bekommst aber auch was Gutes! Ja, aber die Puddingkatze war doch so, die war so special! Ja, das stimmt. Oh, nee! Ich hab noch zwei, okay, alles gut. Oh, dann ja! Ja, ich hab auch insgesamt jetzt vier. Ich dachte, ich hab die nur einmal. So, Tom, Lena. Tom, ja. Jetzt mach aber vernünftig. Ich hab eben auch vernünftig gemacht. Weiß ich jetzt nicht. Ich guck nach oben. Nein, ich guck ganz zur Seite. Komm, ich guck ganz zur Seite. Okay. Oh, ich hab ins Nichts geklickt. Oje, 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 oje. Oh, okay. Ja. Na super. Yay, yeah, woo! Voll der geile Trade. Ja! Ich hätte mir was anderes auch gern gewünscht. Und was haben wir jetzt? Beschwer dich mal nicht, das war extrem selten. Yay. Hey, ist doch okay. Oh, aber ist nicht schlecht, das ist eigentlich sogar ein recht fairer Trade. Ja. Der Maleo ist ungewöhnlich. Lena? Och, Mann. Okay. Oh. Ei, 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 ei. Oh nein, was gibst du mir denn da? Du kriegst ein Spielzeug. Ja, das ist Dr. River. Du kriegst den. Ja, ich habe zumindest ein neues Pet bekommen. Gar nicht so schlecht. Was hast du bekommen? Ah, hier diese Puppen, die sind so gruselig. Tom, okay, wir sind dran. Ja. Bin ich nicht bereit für... Okay. Mann. Hast du dir den Komodo-Drache nicht erst geschenkt? Ja. Stimmt. Well. Ja, Tom, du bekommst jetzt einen schönen Esel. Ja, kannst dich auch ich krieg nur gute Pets hier gerade. Du darfst dich heute nicht mehr beschweren, Tom, über gar nichts. Ich wollte sagen, du darfst über gar nichts mehr beschweren, okay? Okay, Rückspiel? Rückspiel. Okay, Tom, let's go. Yo. Alles klar. Oh, nein! Hä, warte mal. Was denn? Warum geht das nicht? Ach so. Ich mach nochmal. Was musst du denn abgeben, Karl? Oh, nee. Oh, immerhin. Immerhin. Ja, er kriegt mein Einhorn. Nein! Aber dafür kriegt Khan einen Hawk. Also ist zumindest Legendary für Legendary. Und immerhin. Ich guck mal, ob ich... Hab ich keinen Einhorn mehr? Ich hab einfach keinen Einhorn mehr, ne? Blue! Alter, das ist krass. Das war mein letztes Lena, Einhorn. Lena, our time. Our time to shine. Aber dafür habe ich jetzt Hawk. Ich guck jetzt in die Kamera und heule bestimmt. Und das Einhorn kann man ja noch bekommen. Den Hawk nicht mehr. Oh, extrem selten. Wow, Danja. Okay, damit kann ich leben. Aber ich glaube, von dem habe ich auch nicht so viele, wenn ich mich nicht irre. Komm, ist doch ein niedlicher Maulwurf. Der war doch niedlich. Ich verliere all meine Von dem habe ich auch nur noch einen weiteren. Wow, Danja. Ja, zeig dir mal. Was denn? Ja, okay. Und Danja, du? ich habe den hier süß. Bekommen. Ja, okay. Gut. Okay, Lena. Och nö, nicht die Katze! Nicht die kleine Katze! Och nö, da bin ich nicht bereit. Das ist süß und gefällt mir. Oh. Tanja, hast du gerade die Straße? Ja, ich habe die auch abgeben müssen. Was? Echt, du auch? Ja. Oh. Was hast du bekommen? Keine Sorge, ich werde mich gut um sie kümmern. Ja. Lena, was hast du denn bekommen? Ja, das. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, Tom macht das extra. Ach so, ja, deswegen habe ich schon zwei extrem selten. Und sucht sich dann unten was aus. Ja, genau. Deswegen habe ich schon ein legendäres und zwei extrem selten abgegeben. Mhm. Okay, Lena. Boah, ich will nicht mehr Khan. Okay, let's go, letzte Runde. Ich will einfach nicht mehr. Ich habe jetzt alles, was mir lieb und teuer ist, bin ich losgeworden. Sag du Stopp. Stopp. Okay, komm, mach das bei mir auch dann, ja. Oh! Du kannst Stopp sagen.
stopp. Oh mein Gott, ja. Oha, jawoll! Oh, ich sehe schon. Den nehme ich. Okay. Warte, kannst du bei mir auch stopp sagen? Mhm. Stimmt, ich glaube, ich mache noch eine Pause-Challenge. Ich glaube, das sollten wir auch noch stopp. Machen. Pause-Trading-Challenge. Okay. Hallo, Kleiner. Oh ja, natürlich. Ey, aber der ist cool, der Stein. Ja, komm, das der stimmt. Ist cool. Das stimmt. Sieht auch ein bisschen aus wie Kahn. Ja, aha. Was hast du denn bekommen dann, ja? Ja, kann's euch ja jetzt mal zeigen. Ey, bitte das nicht. Ist eine aber ich mach das auch, ich mach das extra. Ich mach das extra. Ich mach immer nur stabil Runden. Gewesen auf jeden ja, Fall. Okay. Ich hab Elikorn bekommen. Ja, das geht. Wie. Und ich hab die Biene bekommen hier. Von Lena. Ja. Oh, das muss geschmerzt sein. Ich bin die Biene los, ich bin die streunende Katze los, ich bin mein Tanzdrachen los. Leute, Adopt Me ist für mich jetzt. Nee, will ich nicht mehr. Das wirklich. Muss mies geschmerzt haben. Ich würde sagen, eine Runde rum schaffen wir noch. Boah, Kahn, geh einfach. Komm, Junge. Eine was? Komm. Nein. Eine Runde schaffen wir noch, oder? Okay, alles klar. Es wurden doch schon genug Herzen gebrochen. Eine gerade. Runde rum noch. Ich finde das eigentlich übrigens eine gute Idee mit dem Stopp sagen. Mit dem Stopp, ja, finde ja, ich okay, auch. Okay, dann das sollten wir die letzte Runde stopp. So machen. Okay. Tom sagt Stopp. Ja. Stopp. Na, ja. Super. Hat's auf jeden Fall was gebracht? Hm. Okay, du kannst auch sagen. Stopp! Och Mann. Och Mann. Ja, aber der ist ja immerhin extrem selten. Und jetzt habe ich keinen. Ich wollte aber davon. Meinen Drachen. Ja, ist natürlich blöd. Aber der darf doch gar nicht zu dir zurückkehren. Ja, wenn's jetzt okay, so Lena, will, dann ja. Kann man's halt Lena, nicht geh ändern. Weg. Geh weg! Nee. Ja. Guck mal, fängt schon an zu scam. Mann, ich scam nicht, okay. Aber du hast. Lena, sagst du zuerst bei mir du hast Stopp? Selber ja. Gesagt, dass das okay, so okay, du ist. Kannst jetzt. Stopp! Och nee. Och nee. Och nee. Bestimmt wieder Goldhorn. Du sagst bei mir Stopp. Mhm. Stopp. Ich glaube, von denen habe ich noch einen. Ich hoffe, oh, das ist echt ein ganz unausgeglichener Tauschhandel hier. Es ist mir jetzt egal. Gib mir. Alter, du kriegst einen Pegasus. Horse. Ja, das ist meiner. Das ist meiner jetzt. Gib ihn nicht mehr her. Also okay, ich habe immer noch 6 komm, Stück von denen. Ja, und du bist jetzt meine und du bist halt Junior. Ich habe immer noch 6 Stück von denen. Sorry für den Flex. Danja, machst du Stopp? Ja, Stopp. Ja, genau. Natürlich. Stopp. Ach ja. Bitteschön. Kann man das Stopp sagen? Ich darf bei dir Stopp sagen? Mhm. Stopp. Boah, da hab ich Glück gehabt. Du sagst. Ja, war jetzt nicht so gut. Stopp. Was, den letzten auch noch? Ey, was soll denn das? Jetzt bin ich den auch los. Ich wen? Hatte, glaube ich, am Anfang 3 Stück von denen. Das von war's. Wem? Zeig dir, Tom. Was habt ihr bekommen? Zeigt mal. Ja, warte. Also ich find's ziemlich gewöhnlich. Ich hab auch gewöhnt. Oh, okay. Noch ja, ein Liga, okay. Das okay. Geht aber. Oh, du hast den Wolpertinger bekommen. Ich finde, der Wolpertinger ist so ein richtiges Anti-Pet. Ich will mein Liga wieder. Der Wolpertinger ist so ein richtiges Anti-Pet. Okay, so, Tom, Lena, wollen wir als Lena, erstes? Lena, kann ja. Ich sag bei dir? Ja. Stopp. Okay. Oh, nee, ist nicht dein Ernst. Sorry. Ja, sorry. Dann sorry. Mach mal. Ja, ich bin schon dabei. Stopp. Ah, Goldfischi. Ja, okay. Das finde ich okay. Hattest du von mir, glaube ich. Stimmt. Alright, Danja. Bitte. Ey, dieses Adopt Me stresst mich. Stopp. Komm her. Hey, den kriege ich ja wieder zurück. Was soll das denn? Okay, Tom. Stopp. Also das war das Beste in der Büffel. Fairer Trade, finde ich. Fairer Trade an der Stelle. Ich bin auch voll nicht bereit, noch mehr Legendaries loszuwerden in diesen Trading Challenges. Ich ja, bin das einfach nicht auch bereit. Ja, Leute, also ich weiß nicht, ob irgendjemand heute richtig viel Glück hatte. Ich habe einen Elikorn bekommen, da freue ich mich drüber. Ich habe einen Hawk bekommen. Und den Flügeldrach habe ich bekommen. Das war auch sehr gut. Ja. Also es hat sich für alle eigentlich so ein bisschen gelohnt. Guck mal, Tom hat sein Einhorn und hier noch das Winged Horse. Aber ich habe auch ich glaube, wir haben alle ein Legendary bekommen. Ja. Also immerhin etwas. Tom, Leute, ich hoffe, ruhig. Ihr hattet heute wieder Spaß bei diesem Video. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als ciao, Kakao. Ciao. Tschö. Bye.
Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sind wir wieder bei Adopt Me. Heute bin ich leider alleine. Also ein bisschen Mitleid für mich in den Kommentaren dalassen. Ich hoffe, dass bald wieder jemand Zeit hat, mit mir aufzunehmen. Aber es ist gar nicht schlimm, denn ich mache heute was richtig, richtig Cooles. Wir packen heute Adopt Me Eggs aus. Aber heute entscheidet das Glücksrad welche. Und ich habe ja auch hier noch so ein Gefahrenei. Ich habe auch noch ein Mythic Egg. Ich habe auch noch das Southeast Asian Egg. Und wenn das Glücksrad heute freundlich ist, dann muss ich natürlich auch eins von denen, beziehungsweise von allen eins, auspacken. Aber eine Sache wollte ich euch vorher noch zeigen. Die ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Aber das Schloss in Adopt Me wird so ein bisschen heimgesucht oder wird wahrscheinlich verschwinden oder überarbeitet. Denn wenn ihr mal nach oben schaut, da ist so ein riesengroßes schwarzes Loch, wie so Wolken oder so. Und das sieht so aus, als würde da was eingesogen werden. Und das gilt aber nicht nur für das Schloss, sondern es gilt irgendwie so, also seht ihr das? Das kommt hier von unten, kommen so diese, ja, diese Pünktchen und die fliegen dann so nach oben. Also ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Entweder wird das Schloss komplett verschwinden, was ich echt schade finden würde, weil ich das Luftschloss eigentlich ganz cool finde. Aber vielleicht bleibt es auch da und wird einfach nur komplett überarbeitet. Oder die machen irgendwas anderes in den Himmel. Blöd würde ich es finden, wenn sie es komplett wegmachen. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was damit passieren wird. Und wenn ich mich nicht irre, dann wird dieses Video hier heute am Donnerstag rauskommen. Und Donnerstag ist ja immer der Update-Tag für Adopt Me. Das bedeutet, vielleicht wissen wir auch bald, was hier passieren wird in ein paar Stunden. Schauen wir mal, ob hier sich im Schloss was verändert hat, weil das interessiert mich nämlich auch echt extrem. Das Einzige, was Adopt Me mittlerweile so dazu geteilt hat, ist halt so ein Lava-Vulkanartiges Portal. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, was hier passieren wird. Ich bin gespannt. Ich überlege halt, ob ich mir hier die Sachen noch hole, bevor die vielleicht weggehen. Aber ich bin nicht so der Riesenfan von diesem Grinsebuch. Das finde ich irgendwie nicht so super geil als Pet. Die Kerze wiederum finde ich eigentlich ganz cute. Aber für 500 Robux, bin ich ehrlich, da ist sie, glaube ich, noch nicht cute genug. Okay, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil des Videos. Wir packen natürlich Adopt Me Eggs aus. So, hier müssten wir jetzt alle Eggs haben, die momentan so verfügbar sind, plus die, die ich halt noch im Inventar habe. Und das mit dem Sea-Egg, also mit dem S-E-A-Egg, meine ich das Southeast Asian Egg. Ich habe das einfach mal abgekürzt. Aber das erste, was ich auspacken muss, ist das Mythic Egg. Das habe ich natürlich auch dabei. Hier. Oh, es tut immer ein bisschen weh, das auszupacken, bin ich ganz ehrlich, weil man kriegt das ja nicht mehr und ich habe halt nur noch drei und nicht mal Claudio hat noch wirklich welche, weil, ja, der wurde ja gescammt und hat noch nicht seine Pets oder seine Sachen wieder zurückbekommen. Ein Kirin, das ist okay. Also ich finde, das war ein ganz cooles Pet, aber von dem habe ich schon ein ganz paar. Wäre natürlich cool gewesen, wenn in dem jetzt noch mal ein Phönix drin gewesen wäre. Schauen wir mal, was das nächste Egg sagt. Okay, das Retired Egg, da freue ich mich jetzt tatsächlich drüber, weil da habe ich nämlich lange, lange, lange keins aufgemacht und vielleicht kriege ich ja ein Einhorn oder einen Draco, das wäre auch cool. So, dann schauen wir mal, was das Retired Egg uns sagt. Okay, ich finde auch, dass das richtig cute aussieht irgendwie mit diesem Stöckchen und dem Bart. Ich finde das niedlich, aber gucken wir mal, was drin ist. Das ist ja das Wichtigere. Komm schon, sei was Krasses, sei was richtig Krasses, sei was Krasses. Ah! Die Schneekatze ist zwar cool, aber die ist nichts Krasses. Oh, Mann. Leute, ich habe schon wieder ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Okay, kommen wir mal zum nächsten Eggie-Egg. Und. Noch eins davon. Okay, also ich glaube, das Spiel möchte wirklich, dass ich ein Einhorn bekomme. Ich möchte ja auch wirklich, dass ich ein Einhorn bekomme. Ich gehe jetzt mal hier oben auf den Balkon. Vielleicht hilft es ja in irgendeiner Art und Weise. Also ja, ich weiß, dass es unabhängig davon ist, wo ich es auspacke und so, aber komm schon, komm schon, komm schon. Noch eine Katze? Ah nein, das ist ein Puma. Oh Mann, also guck mal, das Ding ist halt, ich freue mich ja, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, so viele Pets auszupacken. Aber warum
kriegen wir so selten Legendaries. Wir haben schon manchmal, also wir haben schon öfter mal Leute in die Kommentare geschrieben, ja, ich habe halt ein einziges Pet-Egg ausgepackt und habe direkt ein Legendary gehabt. Oder aus 5 Eiern hatte ich 2 Legendaries. I could never. Okay, dann schauen wir mal nach dem nächsten Eck. Und... oh, das Danger Egg, also das, was es vor dem Urban Egg jetzt gab. Schauen wir mal, was das Danger Egg so sagt. Okay. Ja, den habe ich, also den Bartgeier, von dem habe ich jetzt, glaube ich, auch... ah, habe ich nur 2? Habe ich nur 2 von dem? Oh nein, 3 habe ich. Ja gut, aber dann ist ja okay. Aber ich glaube, ich werde mal so ganz viele von meinen Pets, die halt so vogelartig sind, ich glaube, von denen werde ich mal ganz viele an Claudio geben, weil Claudio liebt ja Vögelchen. Und der würde sich da bestimmt sehr darüber freuen. Okay, was sagt das nächste Eggie-Egg? Komm schon, sei was Nices. Noch ein Retired Egg. Also Leute, wenn hier heute kein Einhorn rausspringt, wenn ich hier so viele Retired Eggs öffne, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich bin ja froh, dass ich nicht die ganze Zeit Royal Eggs aufmachen muss, weil die sind erstens super teuer und auch lohnen die sich irgendwie gar nicht. Zumindest bei mir war das immer so, dass sie sich nicht gelohnt haben. Ich habe bei Pet Eggs immer sehr viel mehr Glück gehabt. Okay, komm jetzt. Komm schon, sei was Nices. Noch ein Puma. Ich krieg die Motten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mann. Ich verstehe das nicht. Warum ist das so? Okay, jetzt das South. Ich kann kein Englisch mehr. Southeast Asian Egg. Hier ist das. Von dem habe ich auch nur noch 3. Und ich frage mich halt, ob vorher schon feststeht, wenn man das Ei kauft, was da drin sein wird. Oder ob sich das halt von Tag zu Tag ändert oder so. Oder ob sich das erst entscheidet, wenn man es auspackt. Das würde mich echt... oh, der Kobold-Maki. Ich glaube, von dem habe ich noch nicht so viele. Habe ich nur einen davon? Ich glaube, das ist der erste, den ich von denen habe. Oder? Ey, ich glaube schon, weil ich kann mich an den... ah nein, hier habe ich noch einen. Weil ich kann mich an den nämlich gar nicht großartig erinnern. Also das ist eigentlich ganz cool, weil von dem habe ich erst einen. Dass ich jetzt noch einen habe, finde ich ganz cool. Nicey. Okay, noch ein Mystic Egg. Mal sehen, ob ich nach der Runde heute hier überhaupt noch ältere Eggs habe oder ob ich die dann alle schon ausgepackt habe. Ich finde, das Mythic Egg war lookmäßig eins der geilsten. Ich finde, das sieht so schick aus. Ein Phönix wäre toll. Nein, es ist das Meerhorse. Aber ey, ich glaube, Kano und ich haben es schon mal gesagt, das ist eins der Pets, wo wir beide sagen, so, das sieht halt überhaupt nicht so aus, als wäre das halt... also, als wäre es... es sieht aus, als wäre es ein Legendary. Aber ich finde es cool, dass sie es nicht Legendary gemacht haben. Noch eins? Das ist doch mein letztes. Alter, das ist das allerletzte Mythic Egg, was ich in meinem Leben auspacken kann, glaube ich. Leute, mein letztes Mythic Egg. Das ist das letzte Mythic Egg. Ich hatte jetzt eine Phönix erwartet, bin ich ja ehrlich. Oh, was war eigentlich das zweite Legendary mit dem Phönix zusammen aus dem Mythic? Fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Was war denn das? Was waren das nochmal? Habe ich das gar nicht? Muss ich mal kurz gucken. Ah, das Goldhorn. Natürlich. Ja, das Goldhorn stimmt doch, das habe ich ja. Okay, alles gut. Kurzen Moment der Doofheit gehabt. Das Pet-Egg als nächstes. Okay, ich glaube, Pet-Eggs habe ich nicht mehr im Inventar. Das heißt, da muss ich, glaube ich, eins holen gehen. Ja, dann gehe ich mal ein Pet-Egg besorgen. Die sind preislich auch okay. Ich musste bisher noch gar kein Royal-Egg auspacken. Das ist eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, bitte sei was Cooles. Bitte, sei cool. Was? Hey. Ha, jetzt. Das Zebra. Also so richtig legendär wird das hier heute nicht. Oh, warum ist Claudio nicht dabei? Ich hatte letztes Mal so viel Glück, als Claudio dabei war. Mann. Noch eins. Okay. Hole ich natürlich. Mache ich natürlich. Let's go. Was ist drin? Der Pudel. Ich krieg heute kein Legendary mehr, Leute. Ich sag's euch ehrlich. Wahrscheinlich in meinem ganzen Leben keine Legendaries mehr, weil ich das eine Mal viel zu viel Glück hatte mit Claudio. Das kann doch wohl nicht sein, ey. Okay, noch ein Retired Egg. Also nach dem Retired Egg packe ich noch ein einziges aus. Und
Das ist dann besser... legendär. So. Okay. Liebes Retired Egg, bitte sei was Gutes jetzt. Be nice. Be a Unicorn. Das ist kein Unicorn, das ist ein Otter. Hoch. Was mache ich denn falsch, ey? Ehrlich, kann ich mal bei Adopt-Me anrufen und denen vielleicht irgendwie sagen, so, yo, es ist folgendermaßen, ich brauche besseres Glück oder so? Kann ich das nicht einfach mal machen? Es macht mich, ehrlich, es macht mich fertig, Leute. Es macht mich einfach fertig. Okay, jetzt packe ich das letzte Eck für heute aus. Und das letzte Eck wird sein ein... ein Danger Egg nochmal. Okay, dann packe ich noch ein Danger Egg aus. Oh, kein Problem. Das ist ja nur mein vorletztes Danger Egg. Und es haut mich jetzt gar nicht aus der Socke. Hier spinnt jetzt Adopt mich schon wieder. Alter, ich kriege die Krise. Der Otter lässt mich nicht in Ruhe. Der Otter lässt mich nicht in Ruhe. Dann packen wir mal das Gefahrenei hier in meinem Häuschen aus. Wird es Legendary oder nicht? Ja, Leute, also das ist doch wirklich, also das ist doch hier wirklich alles nicht zu fassen. Warum kriege ich denn so selten Legendaries? Könnt ihr mir mal schreiben, ob das bei euch auch so ist oder ob wir einfach wirklich so extrem unlucky sind oder ob wir irgendwas falsch machen. Aber das kann doch echt langsam nicht mehr wahr sein, oder? Ja. Ich bin gespannt, was bei Adopt-Me passieren wird beim nächsten Update mit dem Schloss. Und dann bleibt mir erstmal nichts anderes zu sagen als ciao, Kakao. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Adopt-Me-Video gemeinsam mit Khan. Und du wirst dich heute sehr über dieses Video freuen, kann ich mir vorstellen. Ja, bevor wir jetzt starten, dass du dich nicht schämst, ne, diesen Diamantdrachen hier bei mir auszupacken. Wirklich, Frechheit. Also vielleicht hörst du auf, mich hier zu flamen. Frechheit. Vielleicht hörst du mir erstmal zu. Das ist einfach denn nur heute, unfair. Heute könntest du diesen Diamantdrachen zurückgewinnen. Deshalb ist der auch draußen. Der mir sowieso gehört. Naja, aktuell gehört er ja mehr. Also vielleicht hältst du dich zurück, Khan. Denn wir machen heute ein Hide and Seek in Adopt Me. Und heute suchst aber nur du mich. Und jedes Mal, wenn du mich findest, bekommst du quasi ein Pet. Und die Kategorien gehen quasi von unten nach oben. Also erst bekommst du ein gewöhnliches Pet, dann ein ungewöhnliches und so weiter, bis wir irgendwann bei Legendary angekommen sind. Wie oft muss ich dich denn bitte finden, ey? Ja, so oft, wie es Kategorien gibt, Khan. Und es geht quasi immer um eine Kategorie. Kann ich auch Kategorien überspringen? Wenn du mich nicht findest, dann überspringst du die Kategorie, ja. Ja, aber ich meine schon vorher. Nein. Okay, wo wird denn gesucht? Hier komplett auf der Adoptionsinsel. Adoptionsinsel heißt aber eigentlich nur hier, so würde ich jetzt sagen. Naja, also hier alles auf der Seite sozusagen. Aber nicht in den Häusern drin, sondern nur außerhalb in den Außenbereichen. Gut. Okay, verstanden? Ja, du kannst dich auch gerne schon verstecken. Ja, geh du vielleicht in irgendein Haus rein? Bin ich gerade, in der Schule. Ja, ich dachte, es wäre vielleicht ganz schön für dich, wenn du ein paar Pets wieder hättest. Mhm. Weil ja. Khan hat ja, ja ein paar abgeben müssen. Ja. Ein paar. Aber nicht an mich über 200, übrigens. So knapp 250 Pets einfach mal. Ja, aber nicht an mich. Aber ich bin trotzdem mal so freundlich. Ja, Leute, also wir sind auch wieder im Adopt-Me-Fieber. Aber auch, weil es im Real Life die Adopt-Me-Ex jetzt gab. Aber ich weiß jetzt nicht, ob unsere Videos dran schuld sind. Nachdem unsere Videos online kamen zu den Real Life Adopt-Me-Ex, waren sie alles auch am Freitag komplett schon ausverkauft. Aber ich aber glaube... überall, in jedem Aber ich glaube, das Sortiment war auch nicht so groß in Deutschland. Weil in Bielefeld gab es, glaube ich, nur so 20 Stück oder so. Okay, Khan. Ich bin übrigens versteckt. Okay, gibt's Tipps? Nein. Ja, toll. Es geht ja hier um Pets. Ja, toll. Wie viel Zeit habe ich? 3 Minuten hast du. Du ich darfst aber fliegen. Ich darf aber fliegen, willst. Oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Okay, 3 Minuten starten. Okay, ich bin schon unterwegs. Du versteckst dich aber trotzdem vernünftig, oder? Ja, vernünftig halt, ne? Ich bin versteckt. Okay, wo könnte Danja sein? In Adopt-Me gibt es jetzt nicht so viel, wo man irgendwie jemanden nicht sehen könnte oder so wie in Brookhaven zum Beispiel. Ja, also es gibt jetzt nicht so Secret Spots, sag ich mal so krass. Ich glaube, der eine Secret Spot wurde hier entfernt. Ja.
Oder ist vielleicht noch da, ich weiß es nicht. Oh ja, toll, Danja, wo bist du denn jetzt? Was soll das denn? Du hättest dich auch einfach vernünftig verstecken können. Nee, das wäre leider gar nicht gegangen, Kahn. Muss ich dir leider sagen. Hallo, was ist denn los? Wo bist du denn, Danja? Ich möchte meine Pets zurück. Und du versteckst dich wahrscheinlich wieder richtig so. Ich versteck mich gescheit. Ich schenk die dir nicht. Du musst sie dir schon zurückgewinnen. Vor allem, was heißt zurückgewinnen? Ich hab ja von deinen Pets keine wirklich bekommen. Ja, aber doch, hast du. Ja, den Drachen habe ich über Umwege bekommen. Ja, trotzdem hast du ihn bekommen. Ja, und? Wenn ich jetzt hier jedes Pet aufzählen würde, was du mal von mir bekommen hast, dann hätte die jetzt trotzdem alle Claudio. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo du bist. Glaubst du mir das? Ich glaub dir das, ja. Jetzt bin ich hier beim Supermarkt. Ja, ich habe noch eine Minute. Klasse. Ja, toll! Ja, richtig toll. Super. Erstes Versteck und ich habe dich direkt gar nicht gefunden. Ja. Das ist ja sad. Zeit ist um. Ja, das ist ärgerlich. Das bedeutet, es gibt für dich kein gewöhnliches Pet. Aber du hast ja, wie gesagt, noch weiterhin die Chance, Pets zu gewinnen. Und du meintest ja, du würdest sowieso gewöhnlich auch überspringen. Ja, aber jetzt habe ich gesucht, wollte ich schon, dass sich das eigentlich lohnt oder so. Und jetzt, ja toll. Ja, Kahn, also jetzt werde ich mich das nächste Mal verstecken. Du kannst wieder in irgendein Gebäude reingehen. Ja, ich bin wieder in der Schule. Okay, alles klar, dann werde ich mich mal verstecken. Das ist so sinnlos. Was ist sinnlos? Ist das so eine Challenge, um mich einfach zu ärgern? Nein. Wenn es eine Challenge wäre, wo ich dich einfach ärgern würde, dann würde ich dir keine Pets schenken, Kahn. Verhalte dich mal nicht hier so. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt ruhig mal ein bisschen dich freuen, dir ein bisschen Mühe geben, sowas. Okay, ich bin versteckt. Es geht jetzt um ein ungewöhnliches Pet, Kahn. Okay, wieder 3 Minuten, oder? Mhm. Start. So. In keinem Gebäude, oder? Nee. Also musst nur reingehen und so. Wenn du jetzt auf dem Baum bist, natürlich, kann ich ja jeden Baum hier absuchen. Als ob ich dich dann finde. So viel Zeit habe ich doch gar nicht. Ja, ein bisschen Glück musst du halt auch haben, ne? Ja, ich fliege einfach meine Strecke wieder ab. Darf ich mir dann die Pets eigentlich aussuchen oder gibst du mir die so? Nein, ich gebe dir das so. Oh ja, toll. Vielleicht kriege ich dann wieder ein Goldhorn, was ich überhaupt nicht haben möchte. Wie kann man eigentlich Pets geschenkt bekommen und dann immer noch so... Ja, du weißt doch, welche Pets ich vorher hatte. Ja und? Ja. Ich habe sie dir nicht weggenommen. Schon ein bisschen. Nein. Doch. Ich habe keins davon. Mach doch noch ein Tower. Alle Claudio. Ich hatte 4 Tower. Und du hast es kaputt gemacht. Ey, das gibt es doch nicht. Warum finde ich dich denn einfach nicht? Ja, das frage ich mich auch. Aber ich kann dir sagen, warum. Weil du dich einfach nicht gescheit umguckst. Das stimmt gar nicht. Doch, weil du warst in der ersten Runde schon voll in meiner Nähe und gerade auch, du hast nur nicht hingeguckt. Hä? Also, ich gucke doch dann ja. Weiß ich nicht. Also vielleicht da, wo du gerade bist, aber vorhin bist du schon mal voll an mir vorbeigeflogen. Aber volle Kanne. Okay. Du kannst mir ja vielleicht auch mal einen Tipp geben. Nee, das kann ich leider nicht. Also ich sag dir ehrlich, Kahn, hierfür braucht man eigentlich keinen Tipp. Mein Versteck. Bist du denn hingeflogen, oder? Es ist vollkommen Wurst, ob du läufst oder ob du fliegst. Sehen müsstest du sowieso. Hä? Was meinst du denn? Ja. Du sagst, ich bin schon an dir vorbeigeflogen. Yep. Ja, aber wo? Ich glaube dir nicht. Ja, toll. Ach, ja, hab dich! Ja, Hier Wie oben. Viel Zeit hast du noch?
Jetzt ist vorbei. Mhm, jetzt ist vorbei. Naja, das lasse ich mal zählen und du bekommst jetzt ein ungewöhnliches Pet von mir. Ja, warum lässt du das zählen? Das war doch auch in der Zeit. Ja, ich habe die Zeit nicht mitgenommen, keine Ahnung. Ja, aber ich. Und es war noch in der Zeit. Also, ein ungewöhnliches Pet. Da bekommst du, hier ist noch gewöhnlich, hier geht's hin zu ungewöhnlich. Her damit! Ich schau grad mal, welches du los gerne jetzt haben wollen könntest. Ich würde mal das hier nehmen, weil ich finde das eigentlich ein cooles Pet. Und das gibt's ja so jetzt auch nicht mehr. Ja, dankeschön. Ja, das finde ich auch cool. Ja, finde ich nämlich auch. Ich verstehe auch bis heute okay nicht, warum das ungewöhnlich ist. Ja, es sieht legendary aus. Okay, dann geh mal wieder in dein Gebäude rein. Ja, mach mal. Ich muss mal kurz, Ron muss kurz ein Bad nehmen und ich auch. Ja, du kannst dich verstecken. So, dann suche ich mal nach meinem nächsten Hide-and-Seek-Seek-Spot. Ron ist müde. Ich muss noch geschmolzene Melonen finden, bevor das Event vorbei ist. Oh, okay, ich bin versteckt. Okay, ich komme sofort. Okay, let's go. Okay, wo könntest du sein, Danja? Wo könntest du sein? Jetzt ist selten dran schon, oder? Jetzt ist selten dran, ja. Also beim Wasserpark sehe ich dich noch nicht. In den Bäumen kann ich jetzt nicht schauen, das dauert einfach zu lange. Aber der Wasserpark so nachts sieht auch richtig schön aus mit der Beleuchtung, muss ich sagen. Also ich find's toll, dass wir wieder so im Adopt-Me-Fieber sind dann, ja? Ja, ich habe das Spiel sehr vermisst, muss ich sagen. Ja, ich habe auch diesen ganzen Vibe hier so vermisst. Ja, es ist halt alles gut hier in Adopt-Me, weißt du? So. Ja, also schön. Auch wenn hier zwischendurch mal ein Schloss runterfällt und die Welt untergeht, ist es trotzdem alles noch in Ordnung. Okay, also auf dem Spielplatz sehe ich dich bisher auch nicht. Schauen noch mal ein bisschen. Okay, hier oben bist du auch nicht. Hier hinter auch nicht. Auch nicht im Auto. Ja, toll dann ja. Wieder ein richtig gutes Versteck hast du dir ausgesucht. Hast du mich schon gesehen? Nee, also ich weiß es nicht, aber ich sehe von hier aus auch jetzt nicht so extrem viel. 43 Sekunden, Mann. Ja, toll, ey. Ich habe noch eine Idee, aber... Toll, dann ja, ich finde dich nicht. Mann! Ja, Zeit ist um. Das ist natürlich ärgerlich. Ich war hier oben in dem, also hier oben auf dem abgestürzten Schloss, auf dem Dach, wo dieser Glitzer rauskommt. Och Mann, ich habe hier vorne geguckt, aber... Och Mann, toll. Ja, voll... Hä, was? Voll cool. Warte mal. Hä, da liefen gerade... Liefen da gerade diese Zebras lang? Wo? Ey, ich schwöre dir, das sieht man safe auf der Aufnahme. Wo? Da unten sind gerade diese Zebras lang gerannt. Die sind gerade in Richtung, Richtung Nachbarschaft gerannt. Ich schwöre dir, da ist gerade was lang gelaufen. Hä? Also wirklich jetzt, die sind gerade hier unten durchgerannt. Hier ist gerade 1000%ig... Ist hier gerade was lang gerannt? Hä? Ja, schau es dir gleich in der Aufnahme an. Okay, das war jetzt krass. Kann ja sein. Okay, ich verstecke mich das nächste Mal. Du kannst wieder in ein Gebäude gehen, Kahn. So, dann suchen wir uns mal das nächste Versteck. Jetzt geht es ja schon um ein... Extrem seltenes. Extrem seltenes Pet, ja. Also jetzt diese beiden, also extrem selten und legendary, das muss jetzt klappen, Leute. Ich bin versteckt. Okay, 3 Minuten.
Danja, ich schwöre, ich krieg die Krise. Warum machst du das immer? Es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich die heftigsten Verstecke aussuche, muss ich sagen. Ja, aber ich finde dich einfach nicht. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Da kann ich ja nun wirklich nichts dafür. Danja, vielen Dank. Vielen Dank für gar nichts. Mann. Ja, aber es ist alles hier so bunt und so, da kann man halt die Leute nicht so gut erkennen. Ja, toll, 15 Sekunden noch, als ob ich dich wieder finde. Schon wieder am gleichen Spot. Ja, Zeit ist um. Klasse, Danja. Wow. Du bist auch echt, also heute suchst du echt nicht gut, muss ich sagen. Ich war einfach hier nur auf dem Dach von dem Krankenhaus. Hä, aber da habe ich doch geguckt. Ja, ich stand hier. Hier dahinter. Da hättest du einfach nur gucken müssen. Deshalb sage ich, du musst dir echt jetzt in der letzten Runde geht es um Legendary Pet und es geht im Besonderen um dieses Legendary Pet. Also jetzt musst du dir Mühe geben, Karl. Ja, ist okay. Komm. Du machst das extra. Ich glaub auch nicht, dass du da bist. Ich glaub, du prankst mich. Ich prank dich nicht. Du kannst es dir gerne danach angucken. Ich würde dir einfach nur einen Gefallen tun. Ja, komm, jetzt versteck dich. Dein letztes Versteck ist okay. Also ein Pet hast du ja heute schon gewonnen. Mal sehen, ob es noch ein zweites wird. Okay, ich bin versteckt. Ja, ich komme sofort. Ich muss mich jetzt kurz einmal ausruhen und mich darauf vorbereiten, weil ich muss das jetzt schaffen, Leute. Ich muss das jetzt schaffen, okay? Dann komm mal mit, Ron. Jetzt müssen wir hier Diamantron finden. Okay, 3 Minuten Zeit. Let's go. Endlich! Du bist im Auto! Hat's jetzt mal geklappt, ja. Oh, endlich. Ich hab die ganze Zeit gehofft, dass du dich hier mal versteckst. Und hier habe ich die ganze Zeit gesucht, aber du hast dich ja gar nicht hier versteckt. Ja, so, das stimmt. Ich war meistens jetzt, woanders. Mit Diamantron, bitte. Diamantron. Aber ganz schnell. Er ist endlich wieder aber da, wo er hingehört. Bei mir. Aber jetzt pass gut drauf auf und gib ihn nicht wieder weg. Ja, ist okay. Ich mach keine Challenge mehr, wo ich den verliere. Versprochen. Wir haben versprochen, alle gehört. Nicht gebrochen. Wie oft musste ich dir den jetzt schon wieder zurücktraden? Ja, es ist okay. Also den werde ich gar nicht mehr setzen. Und morgen dann so, ja Leute, heute gibt's einen Diamond Dragon zu gewinnen. So, endlich. Er ist wieder da. Diamantron. Aber ich gebe es zu. Also heute habe ich mich echt blöd angestellt.
Du hast dich wirklich blöd angestellt. Ich war nicht gut versteckt, Kahn. Das muss ich echt mal sagen. Ja, das stimmt. Also in der ersten Runde, okay, da war ich in einem Baum. Aber alle anderen Runden waren eigentlich echt machbar. Ja, es ist okay. Es ist okay. Aber du hast immerhin deinen Diamond Dragon wieder zurückbekommen. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß. Und wenn wir mehr Adopt-Me-Content machen sollten, dann schreibt das mal in die Kommentare. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als Ciao, Kakao. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Adopt-Me-Video und wir sind durch eine sehr glückliche Fügung an ganz viele alte Ex gekommen. Das war Claudio. Es war Claudio, ja. Claudio hat ja mehrere Adopt-Me-Accounts und ja, da hat er ein paar Ex noch gefunden und hat die uns freundlicherweise gegeben. Also Leute, falls ihr Adopt-Me-Videos sehen wollt, schaut auch bei Claudio vorbei. Ja, vielen Dank, Claudio. Hätten wir von dir gar nicht gedacht. Richtig, richtig lieb von ihm. Und deshalb machen wir heute eine Glücksrad-Challenge, wo Kahn und ich beide 10 von diesen Eggs auspacken müssen. Mhm. Und das Glücksrad entscheidet einfach, welches. Kahn, ja. Soll ich für dich das Glücksrad drehen? Ja, gerne. Schauen wir mal. Da sage ich doch nicht nein. Du darfst als erstes ein Woodland-Egg öffnen. Oh, das ist echt lange her. Ist das letztes? Das war letztes Jahr, glaube ich, ja. Boah, ich kann es dir echt nicht mehr sagen, wann das war. Ich kann es dir sagen, warte, ich kann es dir sagen. 2022 und das erste hatte ich am 17. März. Ui. So, okay. Ein Woodland Egg, also. Da bin ich mal gespannt. Welches Pet es sein wird? Mhm. Oh, es ist extrem selten. Ein Salamander. Echt, was hast du bekommen? Ist der aus dem Woodland Egg? Ich dachte die ganze Zeit, der ist aus dem Mythic Egg. Nee, der ist aus dem Woodland Egg. Oh, guck mal. Salamander ist ja nicht, ist ja kein mythisches Pet. Ja, okay, entspann dich. Ich brauche jetzt keine Nachhilfe, okay? Ich drehe mal. Ich fand, das Mythic Egg war schon ein geiles Egg. Das Mythic Egg war schon geil. Also ich fand das Danger Egg jetzt eigentlich ganz gut. Ja, klar. Ich fange mit dem Cracked Egg an. Super. Guten Morgen. Guten Morgen, ey. Sehr schön. Natürlich. Ich werde in der Zwischenzeit ein bisschen an meinem Haus arbeiten, weil das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Na klar, ich habe eine Maus da drin. Ey, ehrlich, diese Maus, die verfolgt mich mittlerweile. Ich finde das schon nicht mehr lustig hier. Also ich finde es sehr, sehr lustig. Mhm. Okay, Kahn, soll ich für dich drehen oder soll ich dir einfach mal schicken? Dann kannst du selber für dich drehen. Ja, nur damit du an deinem Haus bauen kannst. Ne? Du gibst wieder Arbeit einfach ab, wie immer. Werde ich dafür bezahlt? Nein. Du hast gerade einen Haufen Ex geschenkt bekommen. Von Claudio zwar, aber... Du auch. Ja. Boah, ich muss sagen, es gibt ja momentan so viele Möbelsachen, ne? Yes, es ist das Danger Eye. Was ist denn bitte das Sea Egg? Das ist das Southeast Asian Egg. Okay, so ich darf ein Danger Egg öffnen, was für mich gefühlt nur sehr, sehr kurz im Spiel war. Das stimmt. Oh, okay. Ist aber nicht schlecht, das war eigentlich ein cooles Pad. Dann mache ich mal das nächste. Ja, der sieht schön aus. Ich dachte gerade, der wäre im Südostasien, naja, aber anscheinend nicht. Okay, ich darf ein Danger Egg öffnen. Ich habe auch so mittlerweile das Gefühl, egal was Adopt Me macht, die kriegen jedes Mal so Hardcore Hate von der Community von Adopt Me. Ich weiß aber, also es tut mir richtig leid. Ich dachte gerade auch, das wäre, also ich war gerade verwirrt, weil der sieht der nicht so aus wie der indische Leo. Ah, wie geil ist das denn? Ich habe den Eulenbär bekommen. Aus welchem Egg? Hä, wie geil! Aus dem Danger Egg. Oh ja, toll, ey. Hammer! Hammer! Hast du gar nicht verdient, ehrlicherweise. Oh doch, das habe ich richtig krass verdient. Du hast es gar nicht verdient, okay? Oh, und wie ich das verdient habe, ey. Mann, ey, warum jetzt hast du meinen Eulenbär und jetzt noch deinen? Deinen Eisbottendrachen bekommst du sowas von nicht zurück. So, dann darf ich ja wieder drehen. Nummer 3. Okay, es ist das Japan-Ei. Okay. Da waren wir ja auch nicht so im Adopt-Me-Fieber, wo das da war. Das Japan-Ei fand ich aber auch ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich gestehen. Das war nicht so mein Favorite. Okay, es ist Dugong und der ist natürlich nur gewöhnlich. War ja wieder klar. Aber der sieht sehr, sehr süß aus. Ich höre nur Mimimi. Ja, natürlich. Nach deinem Eulenbär, da feierst du jetzt natürlich. Das ist mir klar. Das war auch gut, dass ich den jetzt ausgepackt habe. Da freue ich mich sehr drüber. Okay, dann mache ich mal das nächste Egg auf. Und zwar wird das ein Southeast Asia Egg. Ja, dann mach das mal auf. Das finde ich ist so, rein vom Äußerlichen her, ist so krass geworden. Mhm, also das Ei an sich. Aber wobei, ich glaube, bei den Eggs, muss ich sagen, ist eigentlich nur das Woodland Egg, wo ich sage, okay, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Obwohl ich das mit dem Nest nicht so schlecht fand. Also ich hatte einen Ballistar da drin. Okay. Eigentlich ganz cool. Dann bist du wieder dran, Kahn. Ja. Ich glaube, ein Nummer 4 ist das jetzt. Nummer 4, wie
probiert auch das Südostasien-Ei. Mhm. Dann wollen wir mal schauen. Okay, es ist der Kobold-Maki. Oh, den finde ich ist aber eigentlich ein ganz cooles Pet, muss ich sagen. Ja, findest du? Ich finde es jetzt nicht so besonders. Finde ich ganz nice. Ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so besonders. Ist auch, glaube ich, nur gewöhnlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann brauchen wir mal ein neues Rezept. Okay, ein Pet-Egg habe ich. Ja, spannend. Ja, sehr spannend. Ich muss mich dafür kurz in die Nursery teleportieren. Hast du kein Pet-Egg? Denn da muss ich mir erstmal eins holen. Nein, ich habe kein Pet-Egg. Hast du denn Pet-Eggs? Gute Frage. Eins habe ich noch. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ein Orangutan. Mhm. Ein Orangutan. Okay, dann drehe ich wieder. Was sagt das Glücksrad? Ich bin sehr gespannt. Okay, es ist das Urban Egg. Okay. Nö, Urban Egg habe ich nicht. Das heißt, ich muss es mir kaufen. Okay, dann schaue ich mal, was es wird. Es ist die Kakerlake. Und auch dies ist nur gewöhnlich. Also heute ist bei mir echt, also bis auf ein extrem seltenes Pet, bei mir die Ausbeute bisher sehr, sehr schlecht, Leute, heute. Ja, aber ich muss auch echt sagen, generell bei uns ist diese Woche die Ausbeute nicht ganz wild. Ich hatte zwar du heute hast einen Eulenbär bekommen, entspann dich. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich hatte heute schon eins, aber wir haben ja heute auch schon mehrere Videos aufgenommen an diesem Tag. Mhm. Wir müssen eigentlich alles mal aufheben für so, wenn die mal wieder so ein Event haben, dass man eine bessere Chance hat. Ich habe ein Japan-Egg jetzt. Hab ich heute noch keins ausgepackt. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass das wie so eine Laterne aussieht. Mhm. Oh, ja, die finde ich so süß, diese Leopardenkatze. Die finde ich richtig, richtig cute. Die ist zwar nur selten, aber die finde ich super niedlich. Ja, toll. Nice Stein. Gut, dann will ich mal schauen, was ich so bekomme. Komm, ich hätte jetzt Lust auf so, also Mythic. Mythic. Und, es wird das Mythic Egg. Sehr gut. Sehr gut, da hat dich jemand gehört. Mit Ansage. So, komm, so ein Legendary wäre jetzt super. Adopt-Me hat das Einrichten-Thema so heftig verbessert, ey. Oh, das hatte ich noch gar nicht. Ist zwar nur selten, aber für mich Legendary. Es ist das Merhorse. Das ist so schicki. Das sieht einfach aus wie Legendary Pet, muss man einfach sagen. Das stimmt. Sieht fast, guck mal, es sieht fast so aus wie der Eismottendrache. Ich finde das auch richtig geil. Also ich liebe dieses Merhorse. Ich finde so rein lookmäßig ist das einfach ein absolutes Highlight. Absolut. Ist wirklich sehr, sehr schön. Absolutes Highlight. Ich weiß hier nicht so richtig, was ich hier für einen Teppich reinmachen soll. Ja, kannst du bitte drehen? Ja, warte, ich mache hier noch wichtige Sachen. Ja, toll. Muss ich jetzt die ganze Zeit auf dich warten oder was? Erst muss ich selber drehen und jetzt muss ich noch auf dich warten. Du bist ja wohl auf das Knöpfchen drücken können. Schon ein bisschen dreist von dir. Ja, dreist. Ich bin wirklich mal dreist. Urban Egg. Urban Egg. Da muss ich auch schon wieder in die Mitte gehen. Das kann wohl nicht warten, Schwein. Ich wollte ja selten eine alte Eggs öffnen. Und Kahn darf hier die ganze Zeit so Mythic dies, das. Und ich muss hier... Naja, egal. Holen wir mal, wa? Okay, ich öffne das Urban Egg. Und darin befindet sich... Ich call es, es wird die Kakerlake. Oder es wird so ein Vogelfiech. Nein, es ist der Mungo. Okay, ich glaube, wir sind schon... Ich bin jetzt, glaube ich, schon bei Ei Nummer 8. Oder? Ich muss mal gleich gucken. Kann sein. Oh, ja. Es ist das Pet Egg. Und wir sind bei Ei Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist Ei Nummer 7 jetzt. Ein Pet Egg habe ich auch noch. Und so ein Elikorn oder dieser Drache wäre jetzt super. Gibt es überhaupt den Drachen in diesem momentan? Wo hast du denn deinen Drachen nochmal? Aus dem Pet Egg? Ja, ne? Oder aus... Welcher Drache? Dieser gelbe. Den gibt's im normalen Pet-Egg. Okay. Ja, habe ich aber nicht. Ich habe eine Ameise. Toll. Tja, Karl, was soll ich dazu sagen? Aber ich habe meinen Ice Run. Der Ice Run. Auch ein geiles Pet eigentlich. Ich sag dir ehrlich, diese Auswahl hier, die macht mich langsam ein bisschen fertig. Kannst du jetzt mal drehen? So, ich dreh ja schon. Ehrlich, um was kümmerst du dich hier die ganze Zeit? Ja, um beides. Muss ja auch mal passieren. Also, das Glücksrad hat ja trotzdem Priorität. Alter, nee, ich packe jetzt nicht schon wieder ein Pet-Egg aus, vergiss es. Ignoriere jetzt das Glücksrad. Es kann wohl nicht sein, dass ich hier 5000 von diesen... Hallo, was machst du denn? Ja, nee, ich sehe es nicht ein. Ich sehe es nicht ein. Machst du jetzt das auf, was du willst, oder was? Nee, das, was das Glücksrad sagt, das Woodland-Egg. Ja, Dann suche ich mir jetzt auch eins aus. Ich habe keins ausgesucht. Ja, ich habe das komm. Glücksrad halt einfach nochmal nachdenken lassen. Und das Glücksrad hat nochmal neu entschieden. Hat es auch besser so gemacht.
Okay, ich drehe auch schon mal. Okay, ich habe den Woodpecker, also den, wie heißt der? Der gegen Bäume haut. Ja, also wenn du neu drehen darfst, dann drehe ich jetzt auch nochmal neu. Ich hatte das Pet Egg, möchte ich jetzt auch nicht aufmachen. Dann drehe ich auch nochmal neu. Aber du hast es ja heute noch nicht aufgemacht. Doch, habe ich doch gerade in dieser Runde, wenn du aufpassen würdest. Ach so, okay, ja. Entschuldigung. Dann ist in Ordnung. Es ist das Woodland Egg, was ich jetzt öffnen darf nochmal. Na dann. Let's go. Es ist der rote Fuchs, ist aber auch nur selten. Aber ist ganz süß. Sieht ein bisschen aus wie ein Corgi. Na gut. Der rote Fuchs. Okay, noch zwei Eier darf ich öffnen. Da sind wir bei 10. Dann drehe ich mal wieder. Komm schon. Jetzt aber mal was richtig Geiles. Gib mir ein Mythic Egg. Ich will unbedingt ein Mythic Egg auspacken. Oh. Oh, es ist ein Cracked Egg. Alter, das kann doch wohl nicht sein. Viel Spaß. Ja. Viel Spaß. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Ich drehe auch schon mal und gucke mal, was Zebra es hier... Zebra habe ich rausbekommen, aber Zebra finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das ist schön, ja. Ich gucke mal, was es bei mir wird. Ja, das Glücksrad, das dreht sich noch. Immer noch. Okay, es ist wieder Woodland. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Das ist okay, ja. Und es ist wieder ein roter Fuchs, war ja klar. Toll. Och man, aber ich habe schon wieder viele Pets, sehe ich gerade. Ist echt ein bisschen wild. Dafür, dass ich so viele verloren habe. Ja, wir spielen aber auch momentan echt viel Adopt Me. Ja, wir sind wieder total im Adopt Me-Fieber. Danger Eggy Egg. Ja, also ich bezweifle, dass ich nochmal ein Legendary rausbekomme, ja, aber das, vielleicht das könnte ich ja den Spinosaurus nochmal hatchen. Das wäre schon cool. Das wäre es jetzt. Oh mein Gott, was? Ich habe einfach den Spinosaurus gehabt. Das ist nicht dein Ernst. Doch, es war ein voller Ernst. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass du so viel Glück hast, Mann. Geil, ey. Ja, geile toll. Meile. Was hat dir Claudio für Eggs gegeben? Boah, ist das gut, ey. Einfach zweimal Danger Egg ausgepackt, zweimal direkt Glück gehabt. Ja, Woodland. Ich habe jetzt keine Lust nochmal auf Woodland. Ich drehe jetzt nochmal. Immer hier Woodland. Habe ich auch keine Lust. Oh, keine Lust. So, okay. Das würde ich nochmal. Das Südostasien-Ei können wir nochmal öffnen. Das mache ich jetzt mal. Okay, das ist mein letztes Ei dann, ja? Mein 10. 10 hast du gesagt, ne? Komm schon, ich brauche was Legendary. Ja, natürlich ist es nur gewöhnlich. Es ist der Maleo. Ja, das ist so ein Vogel, glaube ich, ne? Aber sieht schön aus. Der sieht cool aus. Hm, ist ein Vogel, aber sieht cool aus. Ja, hat sich ja richtig gelohnt bei mir heute. Also ich pack noch eins aus. Ja, mach das. Du hast zweimal Legendary schon bekommen. Ja, voll. Also richtig gut. Vor allem den Spinosaurus. Ja. Freue ich mich gerade richtig. Dann kannst du mir meinen eigentlich zurückgeben. Ja, ich hab noch ein Cracked. Nein, ich mach jetzt nicht noch ein Cracked Egg auf. Komm, gib mir jetzt was Cooles. Japan. Oh, das könnte cool werden. Dann mache ich mal auf. Hau noch mal um. Und den Dugong. Hatte ich ja auch. Den Dugong habe ich, aber den finde ich eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Der ist süß. Den finde ich jetzt nicht schlecht. Den Dugong. Oder? Was sagst du zu dem? Ja, ja. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, Leute, wir haben heute mal ein paar ältere Eggs geöffnet. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß dabei. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als Ciao, Kakao. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Adopt Me-Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die neuen Lava-Pets bekommen könnt. Vielleicht haben einige von euch das auch schon rausgefunden. Und ich bin auch gespannt, welche ich bekommen werde. Weil das ist nämlich ein etwas längerer Prozess, bis man die dann auch final wirklich bekommt. Kommen kann. Aber wir rollen das ganze Ding nochmal von vorne auf. Und zwar gab es ja das Update, wo das Luftschloss runtergefallen ist, direkt in der Mitte der Map. Also wo das alles in der Stadt rumlag und so. Das ist jetzt, wie ihr seht, einfach wieder verschwunden, das Luftschloss. Und es ist, whoop, wieder da oben. Aber was bedeutet das jetzt? Wir haben ja jetzt immer noch diese Köder, die wir da bekommen haben. Also ich habe einen Flammenzebraköder und einen Aschezebraköder. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich damit überhaupt? Weil wir konnten die ja nicht benutzen die ganze Zeit. By the way, habe ich mein Haus auch ein bisschen umgeräumt. Also ich dachte mir, es wäre ganz cool, wenn hier mal wieder ein bisschen was sich tut. Weil ich hatte ja nur die Standardeinrichtung und eigentlich mag ich ja so schön eingeräumte Adopt-Me-Häuser voll gerne. Deshalb, das ist mein neues Haus. Hier ist der Flur. Hier am Pool habe ich auch ein bisschen zumindest was gemacht.
Dann habe ich hier ein Elicorn Room eingerichtet. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die Zimmer so findet. Hier habe ich nur Tapete bisher gemacht, aber noch nicht mehr. Und hier habe ich mit der Küche angefangen, bin aber noch nicht zu 100% fertig. Ich wollte es diesmal so ein bisschen farbenfroher alles machen, weil ich weiß, dass ich schon viele Häuser gemacht habe, die halt nicht so super krass farbenfroh waren oder halt immer nur so eine Akzentfarbe oder so. Und ich wollte diesmal halt probieren, das alles ein bisschen ja bunter zu gestalten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch gut gefällt und was so eure Lieblingsfarbe ist, mit der ich vielleicht mal einrichten soll. Okay, aber warum sind wir jetzt überhaupt erstmal hier im Haus? Wir gehen dafür jetzt einfach mal in den Raum, den ich hier noch nicht fertig eingerichtet habe. Und dann gehen wir auf Haus bearbeiten, auf Möbel, dann auf Neu und dann seht ihr hier Lures, also Fallen heißt das. Und das ist halt die Sache. Es gibt einmal die Falle für 1200 Robux. Das ist übelst viel. Und dann gibt es halt die Schachtelfalle für 750 Bucks. Die holen wir uns zuerst. In diese Schachtelfalle packen wir jetzt natürlich erstmal einen Köder. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier noch so einen Lagerfeuer-Keksköder. Die sind halt unendlich und den könnt ihr so viele reinlegen, wie ihr wollt. Bei den Ködern, die ihr für die Flammenzebras bekommen habt, bekommt ihr bei dem Flammenzebra-Köder natürlich einen Flammenzebra. Und bei dem Aschezebra-Köder natürlich ein Aschezebra. Und wenn ihr hier diese Lagerfeuer-Kekse benutzt, wie gesagt, von denen könnt ihr so viele nutzen, wie ihr wollt, dann könnt ihr entweder Geld bekommen, also Bucks. Ihr bekommt eine Age-Potion, also so eine Potion, die euer Pet schneller auswachsen lässt. Ihr könnt Spielzeug bekommen oder halt Pets. Wie ihr das hier aber schon seht, also die Chance hier, ein Legendary Pet zu bekommen, liegt bei 0,01%. Und das wäre halt dieser Löwe. Und 0,01%, das ist fast gar keine Chance. Also die Chance ist so maximalst niedrig. Und wenn ich euch das hier einmal zeigen darf, das dauert 3 Stunden, Leute. Ihr müsst hier 3 Stunden lang warten, bis hier mal was kommt. 3 Stunden. Ich finde, also ehrlich, ich muss sagen, ich finde ja, also ich hätte 1 Stunde schon viel gefunden, aber 3 Stunden. Aber ich hole natürlich auch nochmal den anderen Köder, um euch auch zu zeigen, wie lange das mit dem dauert. Ich hole mir jetzt, wie gesagt, einmal so eine für Robux, aber ich bin ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das bringt. Also 1200 Robux, Leute, das ist so viel Geld. Das sind irgendwas, ich glaube um die 15, zwischen 15 und 20 Euro müssen das, glaube ich, sein. Also viel zu teuer. Das sieht nicht mal super pretty aus. Aber gut, wir packen hier natürlich auch mal einen Köder rein. Hier packe ich jetzt einfach mal den Flammenzebra-Köder rein. Und ihr seht, es dauert trotzdem eine halbe Stunde, Leute. Eine halbe Stunde. Müsst ihr, okay, wenn man so sowieso Adopt Me spielt und man muss ja hier sonst nichts großartig machen. Aber wir haben ja jetzt schon eine Woche lang drauf gewartet, dass das kommt. Und dann einfach eine halbe Stunde. Und dann eine 0,01% Chance. Also, ich weiß nicht, Leute. Man kann halt nicht mal mehrere Köder hinstellen, dass man sagt, okay, gut, ich packe jetzt einfach mal 5 hin oder so. Funktioniert nicht. Ihr könnt nur eins davon nehmen und eins davon. Und dann könnt ihr einfach mal hoffen. Und ich zeige euch natürlich auch gleich, wie das aussieht, wenn dann endlich mal da was ankommt. Okay, wie ihr sehen könnt, seht ihr noch nichts. Aber da steht 2 Minuten noch. Und also ich sag euch mal was ich hierzu denke. Man kann nur 2 aufstellen, nur 2 so fallen. Einmal die für Bucks und einmal die für Robux. Die für Bucks dauert 3,5 Stunden und die andere dauert 1/2 Stunde. Aber die dauert nur 1/2 Stunde, wenn du so ein Pet holst. Wenn du die normalen da reinlegst, dauert es auch lange. Zeige ich euch gleich. Und dazu kommt, dieses Event ist einfach zeitlich begrenzt. Das bleibt nicht für immer da. Also wie? Wie soll man an diesen Löwen rankommen? Das ist ja komplett unmöglich. 1,5 Minuten dauert es hier noch. Und dann bekomme ich hier zumindest schon mal mein Zebra. Für hier blenden wir gleich mal ein paar Clips ein, wie ich das oder wie wir das ausgepackt haben, beziehungsweise da gelockt haben. Denn Claudio hat schon ein paar Runden gespielt mit dem Update und hat schon ein paar Aufnahmen für mich gemacht. Vielen lieben Dank, lieber Claudio. Folgt ihm auf jeden Fall auch für mehr Adopt Me Content.
Also, hier, das dauert halt einfach so unglaublich lange. Es ist nicht zu fassen, wirklich. Aber hier sind wir gleich durch. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Okay, du wurdest von einer wilden Kreatur besucht. Bekomme ich dann eine Nachricht. Und jetzt werde ich Cotton Candy einmal ganz kurz wegpacken. Das ist mein Ellikorn. Und jetzt kann ich es einsammeln. Und tada, da ist mein Flammenzebra. Das sieht natürlich, also ich muss ja sagen, das Flammenzebra sieht schon wild cool aus. Das sieht ja mal richtig heftig aus. Aber ich muss auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass dieser Löwe, dieser Flammenlöwe, das seltenste Pet werden könnte in Zukunft, weil es einfach so fast unmöglich ist, den zu kriegen. Also wenn ich jetzt hier den reinpacke, ihr seht, dann dauert es genauso 4 Stunden, bis hier irgendwas kommt. Und das ist einfach, das ist zu lange, Leute. Das ist halt einfach viel zu lange. 4 Stunden zu warten. 4 Stunden, wenn das ein limited, also ein limitierter Zeitraum ist, wo man was bekommen kann. Puh. Deshalb, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, weil das halt so unwahrscheinlich ist, dass man hier so einen Flammenlöwe bekommt, ich kann mir wirklich vorstellen, dass der in Zukunft das seltenste Pet werden könnte bei Adopt Me, weil ein normales Legendary Pet, ein ganz normales Legendary Pet, wenn ihr das aus einem, sagen wir mal, Cracked Egg holen wollt, das, wo ihr die geringste Wahrscheinlichkeit habt, selbst da sind es 1,5%. Und bei dem jetzigen Update sind es 0,01%. Das ist so unglaublich wenig, Leute. Das ist, ich finde es so krass. Also, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Update haltet. Ich finde einfach, dass die Zeit viel zu lang ist. Ich finde, das Flammenzebra sieht richtig cool aus. Und theoretisch braucht man für das Flammenzebra auch keine Robux. Man konnte das ja alles so sammeln und man kann sich das Flammenzebra auch hier mit so einer normalen Falle holen und so. Aber ich finde, der Zeitrahmen ist viel zu lang. Ihr müsst in der Zeit Adopt Me nicht geöffnet haben. Ihr könnt Adopt Me einfach schließen und dann am nächsten Tag wiederkommen, weil 4 Stunden lang jeden Tag Adopt Me spielen, das ist schon ziemlich lange. Und deshalb macht Adopt Me zwischendurch einfach zu. Kommt am nächsten Tag, wenn ihr wollt, wieder, auch um eure Streak einfach aufrechtzuerhalten oder so, und holt euch das dann ab. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr könnt mir da gerne widersprechen oder mir da mal eure Meinung mitteilen. Ich glaube, dass der Löwe das seltenste Pet werden kann in Zukunft, außer die verteilen den noch irgendwie anders. Aber momentan, glaube ich, könnte das echt schwierig werden. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß bei diesem Video und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao, Kakao. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gemeinsam mit Khan bei Adopt Me. Hallo. Und wir werden heute richtig viele Eggs öffnen, Khan. Mhm. Wir werden heute Eggs in Adopt Me öffnen und immer, wenn das Pet darin extrem selten oder legendary ist, dann mache ich hier so ein Adopt Me Water Egg auf, also so ein Real-Life-Egg. Und wenn es ein anderes Pet ist, also rare oder gewöhnlich oder ich glaube, das war schon, ne? Oder ungewöhnlich, genau. Ja. Dann machst du ein Disney-Egg auf. Ja, die hast du ja hier gelassen. Warte, ich zeig's mal kurz. Also ich habe auch den Bildschirm wieder umgedreht, damit ich das ein bisschen sehen kann, wenn ich das hier für euch öffne. Ja, genau. Könnte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars sein. Ja, ich bin sehr gespannt, was da drin sein wird. Wie gefällt dir eigentlich mein Zimmer hier? Mein Ellikorn Room? Sieht schön aus. Danke, danke. Ist das dein Ellikorn oder? Das ist mein Ellikorn, ja. Ist das die ganze Zeit hier? Ja. Okay. Ich hoffe, man kann Haustiere hier so auf Podeste stellen. Dann hole ich mir mal ganz kurz mein Aschezebra ab. Hier aus meiner Falle, aus diesem sehr heftigen Update, was einfach viel zu viel Zeit beansprucht. Aber da habe ich ein anderes Video zu gemacht. Wir können uns heute aussuchen, welche Eggs wir öffnen wollen kann. Also du kannst entweder halt welche nehmen, die es nicht mehr gibt bei Adopt Me, oder du kannst dir Pet-Eggs holen, was auch immer. Also ich habe jetzt nur noch die Südostasien-Eier, aber die würde ich gleich auch aufmachen. Aber ich habe jetzt 2 Royal Eggs noch. Soll ich starten? Gerne, fang an. Schauen wir mal, was in dem Royal Egg drin ist.
Also extrem selten und legendary ist Water Egg. Alles andere ist Disney Egg. Genau. Ja, und das sieht nach selten aus. Das heißt, ich darf jetzt hier dann, ja? Mach ich das jetzt direkt? Ja, pack mal aus. Ja. Sehr schön. Ich habe hier, okay, die sehen alle gleich aus. Also nur so zur Info. So. Okay, dann mach ich das mal auf. Ich hoffe, ich krieg das hin. Vielleicht kriegen wir ja heute auch endlich mal den Drachen. Ja, wenn wir überhaupt ein Water Egg öffnen dürfen. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Okay, so. Ich habe das Gefühl, diesmal kann man es etwas einfacher öffnen, wollte ich sagen. Aber hier ist nochmal so eine Schutzfolie. Geht doch nicht einfacher. Nö, ist immer zweifach. Okay, dann öffne ich das mal. Okay, das ist so in mehrere Teile. Ach so, das sind so ganz kleine... Ah, wie so ein Apfel ist das. Wie so ein Apfel? Ja, so ich habe jetzt ganz kleine Teile davon. Das sind 5 Stück insgesamt. Ah, okay, und die muss man jetzt einzeln öffnen. Ah, okay. Oh, ich habe einmal so, ich hoffe, ja, ich glaube, man kann es sehen. Ich habe McQueen aus Cars. Lightning McQueen. Ich liebe ja Cars. Ja, ich liebe es auch. So, dann habe ich einmal was aus Disney Princess, also von Disney Princess. Und das ist, Tiana, spreche ich das richtig aus? Ah, ja, aus Küss den Frosch. Ja, genau, Küss den Frosch. Heißt die Tiana, ne? Ja. Okay. Also direkt aus mehreren Sachen ist da was drin. Das ist ja cool. Dann haben wir hier einmal ein Sith Trooper von Star Wars. Mhm. Sehr schön. Also richtig cool, was wir bisher haben. Ja, nice, ey. Dann haben wir so eine Minimaus-Tüte. Mhm. Auch sehr schön. Und als letztes dann, ja. Oh, ich habe BB-8. Auch aus Star Wars? Ja, von wo sonst? Ja, ich muss jetzt kurz überlegen. Ich bin ja nicht der riesengroße Star Wars-Gucker. Ah, okay, man kann auch... Ah, guck mal, man kann auch ankreuzen und auch hier gibt es ultra selten und sowas alles. Geil. Ich muss mal gucken, was ich jetzt habe. Also ich habe jetzt... Ich glaube, BB-8, der ist schon... Aber der ist nicht Gold. Sollen das Goldene sein? Dann wäre er ultra selten. Sonst habe ich eigentlich nur häufig... Ach nein, das BB-8, das ist häufig. Ja, okay, dann ja, wir können weitermachen. Sehr cool, sehr, sehr cool. Okay, dann packe ich mal das nächste Eck aus. Und zwar nehme ich ein Southeast Asian Egg. Gucken wir mal, was da drin ist. McQueen! Oh, Lightning ist, Cars ist so cool. Er ist der Beste. Okay, ich habe ein ungewöhnliches Pet Khan. Ungewöhnlich bedeutet nächstes Disney Eggie Egg. Okay, dann bin ich wieder dran. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Auspacken findest du gut, ne? So, sieht wieder gleich aus. Sehr schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Bin richtig gespannt, was du jetzt da rauskriegst, ey. Ich dachte, dieses ganze Ding kostet irgendwie 10 Euro und war direkt so voll hyped. Warum sollte das alles 10 Euro kosten? Ja, so. Keine Ahnung, Kahn, wenn ich das mal wüsste. Aber es war dann jedes Einzelne. Wir öffnen es wieder. So, es sind wieder 5, aber das ist ja klar. So, okay. Schauen wir mal, was drin ist. Es ist wieder eine Tüte. Diesmal von Buzz. Buzz Lightyear. Oh, ich habe Sully aus der Monster AG. Ah. Oh, Monster AG ist so cool. Monster AG ist so ein geiler Film, aber beide. Dafür, dass du das so cool findest, ist dir das erst spät eingefallen. Okay, dann haben wir hier Spider-Man. Spider-Man, das whatever a spider can. So. Dann habe ich einen Koffer mit Elsa und Anna. Oh, der glitzert auch ein bisschen. Elsa und Anna, sehr nice. Passt jetzt auch bald zur Jahreszeit wieder. Okay, dann habe ich noch eine Disney Princess. Es ist Snow White. Okay. Ja, das war's. Das waren 5. Nice. Dann kannst du als nächstes ein Egg auspacken bei Adopt Me Khan. Ja, ich würde vielleicht ein Royal Egg öffnen, Leute. Machen wir mal ein Royal Egg auf. Ich habe das Gefühl, ich muss hier heute nur öffnen. Aber ist jetzt überhaupt nicht schlimm, also mache ich gerne. Ja, dann pack mal hier was super krass Seltenes aus vielleicht. Es ist der Corgi und der ist extrem selten dann ja. Also darfst du mal jetzt auspacken. Yay! Okay, komm schon, sei ein Drache. Bitte, sei ein Drache. So, dann packen wir das hier mal aus. Das ist halt wieder so orange eingefärbt. Bei denen hier ist das Seltenste, was man bekommen kann, der goldene Drache. Und ich würde hier literally einen Freudentanz hinlegen. Einen richtig heftigen
Freudentanz, wenn der hier mal drin wäre. Aber bisher hatten wir dieses Glück noch nicht. Ja. Okay, dann werde ich das mal in Wasser auflösen. So, die sind ja hier immer so überzogen und da muss man da immer die Schicht erst abmachen und dann sieht man, was da für ein Eck drin ist. Und am Anfang dachte ich, das hat nichts, also das Eck außen hat nichts zu tun mit dem Pad, was drin ist, aber da habe ich sehr falsch gedacht, weil ich das nicht verstanden habe, dass der Schwan in dem Christmas Egg drin war. Das konnte ich irgendwie nicht ganz verarbeiten. Ich glaube, das ist das Farm Egg. Also hier mit der, mit den Kuhflecken drauf. Ja, ich glaube, ich habe das Farm Egg. So, dann schauen wir mal, was wir da rausbekommen. Okay, so, ich habe jetzt auch die Fallen platziert, damit ich auch meine Zebras bekomme. Achso, und diese anderen, aber die anderen, die hat man ja unendlich zumindest, die anderen Köder. Ja, die hat man unendlich, aber die Chance, dass du da halt was Krasses rausbekommst, also du kannst ja mal gucken, das liegt bei 0,01%, dass du so einen Löwen bekommst. Ja, aber gut, wenn man sie umsonst unendlich bekommt, finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Oh, aber und? Das ist halt auch zeitlich begrenzt, glaube ich, dieses Event, Kahn, ne? Ah, okay, verstehe. Also ist nicht für immer. Ich habe ein Huhn. Ein Huhn? Okay, ja, gut. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du ja wieder eins öffnen. Mhm, mach ich. Da ist hier das Huhn mit mir durchgegangen. Ich öffne mal ein Danger Egg. Mach das. Okay, da habe ich das Nilpferd rausbekommen und das ist selten, Karl. Das bedeutet, du müsstest öffnen. Ich freue mich. Mhm. Bin auch so gespannt, was da jetzt rauskommt. So, dann machen wir mal auf. So. Wir haben wieder den Apfel. Und, oh, was habe ich denn hier jetzt? Ist das so ein Tisch? Okay, das ist... Das ist ein Tisch. Nö, das ist so ein Regal, was man zusammenbauen kann. Ein okay. Regal? Ja, ein Disney, so Spielzeug. Also, wo man die Spielzeuge dann reinpacken kann. Ah, okay. Also, diese Mini-Spielzeuge, die man bekommt. Ah. Aber ich baue das jetzt nicht zusammen. Also, es ist einfach nur, ja. Okay, aber das finde ich ja jetzt schon fast ein bisschen lame. Ja, finde ich jetzt nicht, weil da kannst du halt die ganzen Spielzeuge reinpacken. Die sind ja auch in dieser Spielzeugbox immer. Das macht schon Sinn, okay. Dann, ja. So, na gut, so also ist schon ganz sagst. Gut, das passt schon. Okay, ich habe wieder sagst, dann glaub ich dir das. Einen Koffer und wieder mit Elsa und Anna. Mhm. So, sehr gut. Nicer Reis. Ah, da sind auch, da sind dann auch normale drin. Was sind da? Also da sind dann auch welche drin, also noch Figuren zusätzlich, nicht nur das Podest, meine ich. Nö, jetzt gerade nicht. Ah, ist gar nichts anderes drin als das? Okay, krass. Hey, ich verstehe das nicht. Es sind ja, du bekommst ja aus einem Ball bekommst du 5 Überraschungen. Ja, genau. Und eine Überraschung ist halt dieses, ja, Regal oder Podest oder was auch immer. Ah, aber es sind noch 4 Überraschungen drin. Ja, genau. Ah, ich dachte, da ist nur das Regal drin. Jetzt verstehe ich. Und wir haben eine weitere Disney-Princess. Und dann, ich glaube, das ist deine Lieblingsprinzess. Wer ist denn drin? Wer ist denn deine Lieblingsprinzess? Ich weiß nicht, wer meine Lieblingsprinzess ist. Peter Pan. Peter Pan ist doch nicht meine Lieblingsprinzess. Ja, aber aus Peter Pan. Meinst du Tinkerbell? Richtig. Ah. Aber oh. Tinkerbell ist nicht ganz meine Lieblingsprinzess, glaube ich. Und dann habe ich, ja, habe ich meine Lieblings-Disney-Prinzess. Es ist der Hulk. Sehr schön. Das freut mich. Das freut mich, dass du den Hulk bekommen hast. Ich glaube, also zumindest ist es gut, dass wir fast nur unterschiedliche Sachen bekommen. Und noch eine Disney-Princess, die ist was für Claudio. Ist es Jasmin dann? Es ist Jasmin. Ja, das ist auf jeden Fall was für Claudio. Claudios Lieblings-Disney-Princess ist für immer Jasmin. Okay, dann öffne ich wieder. Ja. Okay, dann mache ich das Südostasien-Eimer auf. Bin gespannt. Und, oh, sehr gut. Es ist extrem selten. Nice. Das heißt, Mystery Pet. Ja, du bist dran. Also, ganz kurz, es ist der Marderbär. Ja. Auch ein sehr schönes Pet. Und damit heißt es ein Adopt Me Water Egg. Aus welchem war der Marderbär nochmal? Südostasien-Ei. Ich gucke mal gerade, ob ich eigentlich schon so alle habe.
komm schon, sei ein goldener Drache. Khan, du musst mit mir hier Golden Dragon channeln. Nö. Ist hier ein goldener Drache drin, Khan? Ich hoffe. Ist hier ein goldener Drache drin? Oh, ich habe es gerade aus Versehen schon aufgemacht, bevor ich es in Wasser aufgelöst habe. Ja, das passiert manchmal. Upsi Daisy. Dann zeige ich es euch direkt mal, weil den haben wir nämlich schon mal ausgepackt. Huch, 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 huch. Ich muss aber selber einmal ganz kurz gucken, wie der Hai ist, weil ich hab's nicht im Kopf. Der Tanuki war das. Ah, okay. Hier ist er, der Tanuki. Tanuki, der war, glaube ich, im Japan-Eck. Ja. Okay, dann bin ich wieder dran mit Hatchen, oder? Ja. Hatch ich mal ein neues Eck. Und zwar entscheide ich mich für ein Mythic-Eck. Schauen wir mal, was da rauskommt. Na, Khan. Was ist es? Was ist es wohl? Ich habe ein Mythic-Eck geöffnet. Ah, okay, ich weiß es. Okay, es ist ungewöhnlich. Oder gewöhnlich. Ja. Es ist dein Lieblingspet. Es ist der Wolpertinger. Es ist dein Lieblingspet. Ich bin das Lieblingspet des Wolpertingers, glaube ich. Das kann doch auch sein. Ich glaube, ich bin das Lieblingspet. Vielleicht bist du Legendary für ihn oder für sie. Ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube nämlich auch. Oh Mann, ey, dieser Wolpertinger, der verfolgt mich überall hin. Es ist nicht zu fassen. So, unsere 5 Überraschungen. Haben wir denn schon irgendwas richtig krass Seltenes aus dem Disney-Eck bekommen? Noch nicht. Das muss Gold sein. Oh, sehr cool. Ich habe den Black Panther. Mhm. Dann habe ich einen Mickey-Maus-Koffer. Ja. Und dann habe ich den T-Rex aus Toy Story. Nice. Ja, ist okay. Ist halt noch nicht extrem selten. Ich mag den T-Rex. Eine Gitarre aus Rapunzel. Und zuletzt habe ich nochmal. Oh, das ist nicht McQueen. Das ist von Dinoco. Ist das Cruz Ramirez. Von Dinoco. Ich weiß nicht, ob der aus dem 2. oder 3. Film ist. Ich glaube, aus dem 3. Ah, ich glaube, das. Ja, ich glaube, das oder war. Oder Evolution. Nee, ich glaube, der 2. war das. Ja, aber auch sehr cool. Sehr schön. Cars ist so ein wilder Movie einfach. Aber 1 und 2 sind die besten, finde ich. Besonders 1 halt, ne? Ja, ich hab so heftige Ohrwürmer von allen Songs regelmäßig, wie ich die einfach so gut finde. Ich bin wieder dran. Mhm. Weißt du das? Ich weiß nicht, ob das wirklich offiziell war, aber Porsche hatte auch diese Sally, so eine Sally-Edition rausgebracht. Also in echt, ja. Ach, wie krass. Nee, das wusste ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das offiziell war. Okay, ich habe etwas, ja, Ungewöhnliches. Es ist die Gelblippen-Seeschlange. Das ist ein bisschen langer Name. Da gebe ich dir recht. Okay, das heißt, ich öffne wieder. Mhm. Das Problem ist, du hast noch echt viele hier. Ja, wir müssen die ja nicht alle aufmachen. Ja, das ist mir schon klar. Würden wir auch nicht schaffen heute. dann sitzen wir morgen noch hier. Let's go. So. Überraschung Nummer 1 ist dann, ja? Ich bin gespannt. Es ist ein Remote Control Car. Mhm. Und es ist wieder ein Sith Trooper. Okay. Dann ist es Wasp von Ant-Man. Oh, okay. Also es ist echt viel Marvel da drin, muss ich sagen. Dann haben wir hier einen Drachen von Raya. Mhm. Ein sehr, sehr schöner Film, muss ich sagen. Und es ist wieder die Gitarre. Ich weiß, man kann das nicht immer ganz gut erkennen, weil es so klein ist, Leute. Sorry. Es ist wieder so was klein? Von, ist halt Mini. Ja, was, ich weiß ja nicht, wie Mini ist. Ja, ganz klein. Das war's von mir. Okay, dann öffne ich mal wieder ein Eggie-Egg. Und zwar entscheide ich mich heute oder jetzt für das Weewa Woodland Egg. Ich würde sagen, jeder von uns noch 2 Eggs öffnen kann. Okay. Jeder von uns noch 1, sorry. Also insgesamt noch 2. Genau, genau. Also ich habe den Frog. Den Bullfrog. Okay, da also muss ich was aufmachen. Mich verfolgen heute auch echt irgendwie die Pets, die ich nicht ganz so geil finde. Das war jetzt ganz sauber geöffnet. Zweimal ganz sauber geöffnet. Das muss jetzt hier perfekt werden. Boah, da muss jetzt was Goldenes rauskommen. Habe ich das Gefühl. Hol mal hier bitte was Krasses. Es ist Peter Pan. Peter Pan. Mhm. Okay. Es ist Ghost Spider. Okay. Kenne ich gar nicht. Ich auch nicht.
Dann haben wir wieder was zum Aufbauen. Es ist wieder das gleiche, glaube ich. Nö, ist diesmal was anderes, aber wieder was zum Aufbauen und zum Reinstellen. Okay. Dann haben wir wieder was vom Marvel. Es ist Thanos! Thanos! Ist der selten? Also der muss doch fast selten sein, oder nicht? Guck mal gerade. Nö. Was? Es ist, also ultra selten ist, sind nur Baby Yoda und 4 goldene Spielzeuge. Oh, Baby Yoda wäre aber auch echt cool. Ja, wäre sehr, sehr cool. Okay, wir haben hier noch 2, glaube ich. Nein, 1. Ja, und es ist so ein Minimaus-Spielzeug. Okay. Okay, ich glaube, ja, das war's aus diesem Ball. Ja. Oder Ei. Dann werde ich jetzt mal wieder ein... Ach nee, du bist dran mit Eck öffnen, ne? Ja, siehst das letzte jetzt, ne? Jetzt hätte ich es dir fast weggenommen. Alles gut. Ich mache nochmal ein Südostasien-Ei auf. Davon habe ich noch 2. Mach hier mal 1 auf. Und es ist dann ja... Jetzt bin ich gespannt. Gewöhnlich. Es ist der Maleo. Das heißt, ja, aber ich packe trotzdem mal ein Water Egg mit aus. Also wir können beide einmal auspacken, okay, zum Schluss. Alles klar. Komm schon, sei ein Golden Dragon. Kollege, bitte. Ich kann doch nicht das ganze Display gekauft haben und dann in keinem einzigen ein Golden Dragon drin haben. Ja, weil du allen immer alles wegkaufst. Naja, also, die haben es mir angeboten und ich habe nicht nein gesagt. Sagen wir es mal so. Ich mach schon mal auf. Und man kann die Eggs ja auch schon wieder kaufen in den Läden. Ja, aber manche sind schon wieder ausverkauft. Oh, das hatten wir noch nicht. Spider-Man! Ja, Leute, also falls ihr hier in der Umgebung Bielefeld wohnt, dann kann es halt echt gut sein, dass Kahn und ich die Eggs öfter mal wegkaufen. Sorry dafür. In Bielefeld gibt es noch ganz viele, glaube ich. Oh, ich habe ein Laserschwert! Oh, das ist cool! Das ist echt cool, so ein Mini-Lichtschwert. Okay, ich mach mal auf. Okay, dann erst, tut mir leid, aber da ist jetzt auch nichts ultra seltenes rausgekommen. Bei mir auch nicht. Ich hab das Huhn schon wieder. Das hatte ich ja heute schon mal. Tja. Och, verfolgen Mann. Dich. Also, ja, Leute, es ist echt so. Mich verfolgen heute einfach die Pets. Leute, wir haben heute alle möglichen Eggs ausgepackt, die es so gibt. Und so richtig Glück hatten wir damit leider nicht. Nö. Aber wir haben natürlich wieder die Codes hier irgendwo im Video eingebaut aus den Adopt Me Eggs. Und da könnt ihr euch ein Item bei Roblox snacken. Und ja, ich hoffe, ihr habt dann damit ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet heute bei dem Video wieder ganz viel Spaß. Lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, ob wir weiterhin Adopt Me spielen sollen oder ob wir weiterhin ein bisschen was auspacken sollen. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als Ciao, Kakao! Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Adopt Me Video gemeinsam mit Kahn. Hallo! Schön, dass du da bist. Wir sind heute gemeinsam mit euch bei Adopt Me. Das freut mich natürlich sehr. Und Kahn freut es nicht ganz so sehr, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, weil ich wahrscheinlich meine Pets abgeben muss. Ja, aber du darfst ja unsere Zuschauer abgeben. Das ist doch super. Jetzt darf ich gar nicht schlecht gelaunt sein, weil jetzt bekommt ihr sie. Ist okay, ich bin auch nicht so schlecht gelaunt. Weil Legendary können wir sowieso nicht abgeben. Weil da müssten wir handeln und das machen wir ja nicht. Richtig. Ich sehe, das ist wahrscheinlich mit einem Glücksrad verbunden. Genau, wir müssen heute beide abwechselnd das Glücksrad drehen. Und dann müssen wir eben ein Pet mit der Seltenheitsstufe an unsere Zuschauer verschenken. Übrigens, Dankeschön, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Falls ihr das mitbekommen wollt, wenn wir mal zocken, dann solltet ihr Kahn mir bei Instagram folgen. Boah, was ist hier denn los? Aber irgendwie ist das, also ich weiß nicht, ob das Server irgendwie Probleme hat. Ist es bei dir auch mal so abgehakt? Ja, es ist, weil so viele Leute gerade hier sind, das sind Frame Drops. Okay, alles klar. Weil so viele Leute mit Pets und so und dann die, die Animationen und so, das sind Frame Drops. Das ist leider normal, wenn wir so viele sind. Ja, früher war das aber nicht so. Doch. Okay, dann würde ich sagen, Kahn, ich drehe das erste Mal am Glücksrad. Ja, mach das. Oh, so viele Leute, hallo. Hast du denn schon reingeschrieben, was wir machen? Nee, also in den Chat noch nicht. Ja, solltest du vielleicht mal. Okay, die erste Person bekommt von mir ein seltenes Pet. Das bekommt hier gleich. Sie steht hier gerade direkt bei mir. Ein seltenes Pet. Dann nehmen wir... Achso, nein, warte, das ist falsch. Oh nein, jetzt ist sie... Jetzt hätte ich hier fast das Falsche gegeben. Das denn ist ja eine richtige Versammlung. So, selten... Nehmen wir... Ein
Schneepuma, der ist doch ganz schick. Okay, ich habe mein erstes Pet abgegeben, Kahn. Okay, schreibst du einmal bitte kurz rein, was wir hier machen, nicht, dass die Leute verwundert sind. Danke. Okay, dann drehe ich mal. Also so schlimm ist das dann doch nicht. Außer es ist die ganze Zeit jetzt extrem selten. Okay, es ist ein Egg, was ich holen muss. Aber ich habe gerade keine. Also ich habe nur ein Südostasien-Ei und das möchte ich sehr ungern abgeben, Leute. Es tut mir leid. So, guck mal, hier ist auch jemand in der Nursery und schon wieder weg. Okay. Wir achten, versuchen auch, Leute, versuchen darauf zu achten, nichts doppelt zu geben. Also keiner Person doppelt was zu geben, aber es kann vielleicht passieren. Also tut uns leid, falls das passiert ist und jemand was nicht bekommen hat. Aber wir versuchen jetzt im Video darauf zu achten. Was macht denn Claudio auf diesem Server? Okay, Danja, wem hast du gerade was gegeben? Ekrin habe ich gerade eins gegeben. Oh, guck mal, Mr. Glob ist da. Mr. Glob, weißt du was? Du bekommst ein Pet-Egg von mir. Bitteschön. Okay, Danja, du bist wieder dran. So, okay. Dann werde ich jetzt mal am Glücksrad drehen. So viele coole Pets. Leute, wo habt ihr diese ganzen coolen Pets her? Ja, die spielen halt schon ein bisschen länger Adopt Me als wir, Kahn. Oh, guck mal, Mr. Glob hat auch den Lavadrachen, genauso wie Claudio. Guck mal, die Schneeeule. Okay, ich muss ein Egg abgeben. Ja, ich mach mal direkt weiter. Ja, ich muss mal gucken, weil die Eggs sind ja eigentlich immer Legendary. Aber ich habe hier noch ein Cracked Egg, glaube ich. Das kann ich abgeben. Also die Egg, also das normale Pet-Egg konnte ich gerade abgeben. Ja, genau, es sind nur die, also ich gebe hier mal an Max ein Egg. Okay, es ist etwas extrem Seltenes. Mal gucken, wer jetzt als erstes hier hinkommt. Es ist die auf dem Winged Horse. Okay, ja, kann ich gerade nicht, weil hier steht, you must be in family, was weiß ich. Oh, so viele Leute, ey, Hilfe! Und zwar der Corgi. Bitteschön. Okay, Kahn, hast du? Dann mache ich jetzt nämlich weiter. Dann drehen wir mal das Glücksrad des Schicksals. Mal schauen, ob ich heute auch was extrem Seltenes abgeben muss. Und, es ist schon wieder ein Egg geworden. Das gebe ich mal an... Hier ist Nika. Der gebe ich jetzt mal eins. Nika, bleib stehen. Bleib doch stehen. So, bleib doch stehen! Okay, dann drehe ich nochmal. Leute, ihr habt wieder Glück. Ich habe ein Egg abgegeben. Oh, jetzt wird es nur ungewöhnlich bei mir. Ich glaube... Oh, sorry, es tut mir leid, ich wollte keine... Och Mann, Leute, sorry. Was hast du denn gemacht, Kahn? Hast du eine Handelsanfrage geschickt? Ja, ich habe aus Versehen Handel, weil wir ja immer am Handeln sind. Ja, aber man kann es ja wieder ablehnen. So, jetzt ist die Frage, ob ich die Person wieder finde. Mhm. So, ungewöhnlich. Zum Beispiel die Felsentaube. So, bitteschön. Ich versuche gerade, dass sich alle in eine Reihe stellen. Das wäre übelst gut einfach. Danja, meinst du, wir werden so viele Runden machen? Guck mal, wie gut das hier... Ah, guck mal, perfekto fast, oder? Das sieht doch gut aus. Ah, fast perfekt. Oh nein, jetzt werde ich hier weggeschoben. Ja, kannst du jetzt mal bitte drehen? Ja, ich drehe. So, und als nächstes kommt... Selten! Also noch kein extrem seltenes Pet. So, dann gebe ich mal... Also Mr. Glob hat schon was. Mhm. Hier oben auf dem Stein hat sie auch schon was, ja. Hier gebe ich jetzt mal ein... Huch. Ja, fast hat es funktioniert. Jetzt gebe ich ein seltenes Pet ab an jemanden mit meinem Teacup-Shirt. Hat Max schon was bekommen? Ja, Max hat schon was bekommen. Okay. Hat Schaf schon was bekommen? Nein. Mit dem Phönix? Okay, dann drehe ich mal. Es ist gewöhnlich, aber du hast auch einen Phönix. So schlimm ist das nicht. Hallo, bleib doch kurz hier. Ja, es tut mir leid, ich mache das jetzt einfach mal random. Guck mal, hier ist Claudio. Mann, Claudio, der will bestimmt wieder was scammen. Ehrlich, der will was scammen hier. Der will Pets abgreifen, dieser Gemeinde. Es war gewöhnlich. Ja, also es ist eine interessante Reihe auf jeden Fall. Also, eine spezielle Reihe. Ich drehe nochmal, Kahn. Mhm. Ja, mach ruhig. Und zwar bekommt... Ungewöhnlich, also extrem selten mussten wir heute noch nicht abgeben, ne? Also, Ronja hat jetzt gerade ein Pet von mir bekommen. Okay, Mara bekommt jetzt von mir ein Pet. Und zwar ein ungewöhnliches. Dann nehmen wir mal den Stein. Leute, wie gesagt, es tut mir leid, falls nicht jeder heute was bekommt oder so. Ja, das ist leider ein bisschen schwierig. Das ist leider ein bisschen schwierig. Am besten ist immer in eine Reihe stellen. Das ist einfach, das wäre top. Okay, Kahn, ich habe gedreht. Willst du noch mal oder? Ja, klar. Ich drehe und drehe. Und es ist wieder ungewöhnlich. Hat Marie schon was bekommen? Glaube nicht. Okay, ich hoffe, das klappt jetzt. Ungewöhnlich war es, oder? Ein Puma.
So, bitteschön. Wie, jetzt machst du das so? Die stellen sich jetzt in einer Reihe auf und du vergibst das jetzt? Perfekt. Der ist doch perfekt, oder nicht? Ja, aber wo bist du denn gerade? Ich bin hier. Ja, aber bei welcher Person? Ja, die haben sich ja jetzt alle ein bisschen bewegt. Also, ich kann dir schon mal sagen, dass ich bei einigen schon was gegeben habe. Aber von denen, die hier stehen, glaube ich, keinem bisher. Da solltest du safe was vergeben können. Okay, dann drehe ich nochmal. Dann drehen wir nochmal. Es ist ein Eck. So, ich drehe mal. Es ist extrem selten. Okay. Extrem selten bekommst du. Lara, hat von dir schon Lara was bekommen? Ich glaube nicht, nö. Wie sieht's aus mit Sophie? Mm-mm, hat noch nicht. Dann bekommt Lara jetzt von mir einen Luna-weißen Tiger. Dann drehe ich nochmal. Hier wird gedreht und gedreht. Okay, es ist endlich mal selten, Leute. Okay, ja, du kriegst dann selten. Mhm. So, bitteschön. Hier sind so viele. Das sind wirklich richtig viele. So, genau. Und einfach am besten nur an die Leute, die in der Reihe stehen, weil dann kommen wir am besten, klar. Ich habe jetzt geschrieben, die sollen rausgehen aus der Reihe, wenn sie eins haben. Ich würde dann jetzt noch ein Eck kaufen und dann müssen wir jetzt die ganze Zeit das Glücksrad drehen. Also ich drehe es jetzt nochmal und dann würde ich sagen, Karin, können wir einfach allen noch ein Pet geben. Oder ich gebe allen noch ein Pet, weil du hast ja gerade nicht ganz so viele. Ja, also ich habe auch noch ein paar. Ich vergebe auch noch ein paar. Okay. Aber Claudio, hier bitte nicht. Ist ein gewöhnliches. Hast du jetzt, geschrieben, dass die eins haben aus der Reihe raus sollen? Ja, habe ich geschrieben. Ob das so hundertprozentig funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich habe es versucht, okay? Ich habe es versucht. Cooles Outfit. So, okay, Leute, ich verteile jetzt einfach hier noch random an alle, die bei uns auf den Server gekommen sind, mal Pets. Ja, ich auch. Also, denn ich musste heute gar nicht so viel extrem Seltenes abgeben. Oh, das habe ich selber nur einmal, warte. Das wäre jetzt ein bisschen blöd von mir gewesen. Deshalb, weil ich finde, also wir haben so viele Pets und ich weiß, dass einige von euch keine Robux haben oder ja halt auch einfach nicht so viel Zeit haben, um sich die Pets dann zu erspielen. Und deshalb gibt's für euch jetzt hier eine Runde Pets. Daniel, kannst du noch mal kurz reinschreiben, alle, die ein Pet haben, sollen mal bitte raus aus der Reihe. Danke. Komm aber ein bisschen nach hier vorne, damit man das sehen kann. Ich glaube, es gucken nicht alle ins Chatfenster. Eieieiei. Also ich finde das, bei Adopt Me fällt mir das dann immer wieder nochmal auf, wenn wir hier sowas machen oder so, wie viele ihr eigentlich seid. Das ist schon immer krass, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ist schon echt immer ziemlich, ziemlich krass. Claudio, du bekommst gar nichts. Claudio, will Claudio schon wieder Pets wegscammen? Ja, denn ich habe keine Ahnung, ob die hier schon was bekommen haben oder nicht. Es ist wirklich echt ein bisschen schwierig, das zu sehen, Leute. Also, falls wir aussehen, jemandem doppelt was gegeben haben und ihr habt es gesehen, es tut uns wirklich leid. Wir geben unser Bestes. Okay, Danja, lass doch Folgendes machen. Schreib doch einmal vielleicht, wer noch keins hat oder wer eins hat, soll hier bleiben und wer noch keins hat, soll einmal hier nach vorne kommen. Und wir hoffen, dass ihr dann ehrlich seid, Leute. Ja, ich bin, glaube ich, gleich die Reihe durch, Kahn. Du kannst doch selber auch schreiben. Du kannst doch selber schreiben. Nö, das ist deine Aufgabe. Du organisierst das hier heute. Ja, und? Wenn du irgendwas geschrieben haben willst, dann schreib es doch. Ich komme mir gerade gut klar mit unserer Reihe. Ja, gut, okay. Ja, gut, wenn du das dann hast, dann ist doch in Ordnung. So. Ich weiß halt nur nicht, wer von dir schon eins hat. Ja. Ich glaube, dann müsste ich die Reihe durch sein. Einige sind stehen geblieben, aber ich meine, ich habe allen was gegeben. Leute, wenn wir sowas machen, nochmal machen, dann am besten helft ihr uns da, wenn ihr einfach euch in Reihe stellt und dann auch ehrlich seid, weil, ja, dann so ist es am fairsten für alle. Ja. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir haben uns Mühe gegeben, heute mal ein paar Pets an euch abzugeben und ich hoffe, dass ihr heute Spaß hattet bei dem Video. Falls ihr Lust habt, wie gesagt, auch mal mit uns zusammen Roblox zu spielen, dann folgt uns am besten bei Instagram. Da geben wir das eigentlich meistens bekannt, wenn wir mal irgendwie Server offen haben oder so. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als Ciao, Kakao!